Ja, herzlich willkommen zusammen bei unserer heutigen Veranstaltung. Das andere Amerika ist schon an die Hand geworfen oder wie es auf den Plakaten von uns beworben wurde, Progressive America, wer ist das und wenn ja, wie viele? Mein heutiger Gast ist Stefan Liebig. Stefan, schön, dass du hier bist. Stefan kenne ich schon ganz lange. Ich bin 2005 als kleiner Praktikant, als ich noch Jurastudent war, in die von dir geleitete Abgeordnetenhausfraktion da eingestellt worden, um das Thema Gemeinschaftsschule voranzubringen. Jetzt bin ich selber Mitglied dieser Fraktion, mache aber keine Bildungspolitik mehr, sondern Justizpolitik und Haushaltspolitik und Datenschutzpolitik. Stefan, schön, dass du hier bist. Stefan ist ein politischer Veteran, könnte man jetzt mit US-amerikanischem Vokabular sagen, aus linker Perspektive. Stefan ist ein langjähriges Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses gewesen, erst in Marzahn gewählt, dann in Pankow politisch aktiv gewesen, war Fraktionsvorsitzender der ersten rot-roten Regierungsfraktion, also PDS-Fraktion hier in Berlin in einer ganz, ganz spannenden, harten, aber auch sehr lehrreichen Zeit und ist dann in den Deutschen Bundestag gewählt worden und zwar dreimal, beginnend 2009 und jedes Mal direkt. Das ist bemerkenswert gewesen, weil zu dem Zeitpunkt, als du das erste Mal dort direkt gewählt worden bist, haben wir niemand Geringerem als Wolfgang Thierse diesen bevölkerungsreichsten Berliner Bezirk abgenommen. Da sind wir bis heute stolz drauf. Und Stefan war, und jetzt schließt sich der Bogen in der Anmoderation zu unserer heutigen Veranstaltung, unser außenpolitischer Sprecher und jemand, der sich ganz besonders den deutsch-amerikanischen Beziehung und auch der Politik der USA angenommen hat. Ich selber habe Familie in den USA und versuche auch so regelmäßig, wie ich kann, da zu sein. Leider ist es deutlich seltener als bei Stefan der Fall. Das müssen wir mal ein bisschen verbessern. Auch da schlägt sozusagen das familiäre und das politisch interessierte Herz durchaus für das, was auf der anderen Seite des Atlantiks passiert. Und so haben wir es ja auch bei Social Media angekündigt. Auch für die deutsche Linke sollte es von einem veritablen Interesse sein, zu beobachten und auch zu verstehen, was in den USA passiert. Die USA sind, es ist eine Binsenweisheit, die wirtschaftsstärkste Nation auf diesem blauen Planeten und auch die Nation mit der größten Militärmacht. Das muss linke Politik dann, wie ich finde, zwangsläufig interessieren, welche gesellschaftlichen und auch politischen Entwicklungen in den USA ablaufen. Und vor allen Dingen, und deswegen heißt es ja auch das andere Amerika, was sind eigentlich die progressiven Kräfte und Akteure sowohl in den großen oder vor allen Dingen in der großen, sozusagen für uns interessanten demokratischen Partei, aber eben auch in der Zivilgesellschaft und was passiert da eigentlich? Ja, darüber wollen wir heute Stefan lauschen, uns ein wenig erhellen lassen und dann natürlich auch, sobald wir können, direkt miteinander ins Gespräch kommen. Stefan, das seht ihr, ist nach seinem auch freiwilligen Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag jetzt Fellow der Rosa-Luxemburg-Stiftung und genau zuständig für das, was er uns jetzt gerade berichten wird, nämlich für das, was man Progressive America oder auch die US-Politik nennen kann. Das soll es dann vorab von mir erstmal gewesen sein. Bernie Sanders ist unser Ehrengast heute. Der steht hier. Feel the burn, Hashtag, ja. Ihr kennt das. Insofern höre ich jetzt auf zu quatschen, gebe Stefan das Wort und Stefan wird uns sagen, wie er sich seinen Vortrag so vorgestellt hat. Und danach, wie gesagt, werden wir miteinander direkt ins Gespräch kommen. Ich hoffe, wir verbringen zusammen einen interessanten und aufschlussreichen Abend hier in den BLO-Ateliers. Bedanke mich für die Gastfreundschaft und für Getränke ist gesorgt. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch während der Veranstaltung an den Tresen gehen und werdet dann mit dem, was wir haben, ein überschaubarer Mix von Getränken, könnt ihr euch dann gerne bedienen, damit für das leibliche Wohl jedenfalls flüssigkeitstechnisch gesorgt ist. Stefan, du hast das Wort.
Ja, danke Sebastian für die Einladung. Vielleicht einstiegsmäßig nochmal Begründung, warum habe ich mich eigentlich für die USA interessiert? Das eine war ein ganz privater Grund. Ich habe als jemand, der in der DDR aufgewachsen ist, natürlich nicht die Möglichkeit gehabt, bis 1989 das sozialistische Weltsystem zu verlassen. Also ich war in der Sowjetunion, ich war in der Volksrepublik Polen, ich war in der GSSR. Und dann war da die Mauer und als dann die Mauer offen war, hatte ich natürlich Interesse mehr zu sehen. Deswegen bin ich im Jahr 2002 zu meiner ersten Amerika-Reise aufgebrochen, die sich damals auf die Stadt New York City beschränkte. Und ich habe mich ein bisschen verliebt in die Stadt. Heute, um ein bisschen privaten Gossip hinzuzufügen, habe ich dann tatsächlich auch noch eine Person gefunden, in die ich mich verliebt habe und die ich nächsten Sommer heiraten werde. Das heißt, ich werde auch nach New York City ziehen, freue mich da auch schon drauf. Aber das wusste ich damals alles natürlich noch nicht. Und dann war ich im Deutschen Bundestag und es gibt im Bundestag Parlamentariergruppen für alle großen Länder oder Ländergruppen. Und dann wird nach Stärke der Fraktionen der Vorsitz verteilt. Und die größte und wichtigste war die Parlamentariergruppe USA. Da war ein SPD-Politiker namens Hans-Ulrich Klose, der Vorsitzende. Und unsere Fraktion musste einen Stellvertreter benennen, weil jede Fraktion einen Stellvertreter benennt. Und ich habe gefragt, ob sich bei uns irgendjemand für USA interessiert. Und wollte keiner. Da habe ich gesagt, ich schon. Und bin dann da Stellvertreter geworden und bin das dann auch geblieben. Und im Rahmen dieser Tätigkeit war ich sehr oft mit Delegationsreisen in den USA. Wir haben dort die Kollegen aus dem US-Kongress getroffen. Naja, und so hat sich dann eine ganze Reihe von Beziehungen entwickelt. So, und dann habe ich gedacht, als ich aufgehört habe mit der Zeit im Bundestag, dass es... Wir holen dir noch einen Stuhl für deine Technik. Ja, das ist gut. Dass ich jetzt mal den Teil der US-Politik mir anschauen möchte, der bisher ein bisschen kurz kam, weil wie ihr euch denken könnt und wie Sie sich denken können, ist das bei einer Bundestagsdelegationsreise nicht so, dass die sich in erster Linie für die Linken in den USA interessieren, sondern da geht es um klassische zentristische Mainstream-Politik. So, und ich hatte immer das Gefühl, innerhalb der Linken gibt es noch so Reste von Anti-Amerikanismus. Und das fand ich schon immer Quatsch, weil jedes Land ist heterogen. Und wir als Linke sind an der Seite von Menschen, die für den Frieden eintreten, die für soziale Gerechtigkeit eintreten, die gegen Kriegstreiber sind. Und da ist es nicht wichtig, welche Nationalität die haben. Und es gibt auch in den USA sehr unterschiedliche politische Gruppen und Richtungen. Und die Linke ist dort tatsächlich im Moment, man glaubt es kaum, im Aufschwung begriffen. Und darüber möchte ich heute reden. Ich habe den Vortrag so gegliedert, dass ich erst ein bisschen was zur Geschichte der linken Geschichte in den USA erzähle, die Unterschiede zu Deutschland deutlich mache, über den Sozialismus vor Ort und die Progressiven in Washington spreche. Und wenn wir dann noch Zeit haben, auch noch was sage zu Linken und dem Ukraine-Krieg. Ich war auch in Kanada. Wenn daran jemand Interesse hat, müsstet ihr das in die Fragen packen. Ich musste mich hier ein bisschen konzentrieren. So, ich habe während meiner Reise eine ganze Reihe von Texten veröffentlicht. Im Neuen Deutschland, in der Taz, bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Interviews gegeben, zum Beispiel beim WDR. Alles das kann man unter dieser Adresse finden. Also manche Sachen sind ja online so hinter einer Paywall. Dort ist alles ohne Paywall nachzulesen. Etwas ausführlicher, als das hier der Fall ist. Aber damit es nicht so langweilig wird, habe ich mich in den USA auch für die schönen Dinge interessiert. Die Hollywood-Fans erkennen vielleicht diese Treppe. Das in Philadelphia, das ist die Treppe von den Rocky-Filmen. Die ist einmal hochgelaufen und hat dann oben die Arme hochgereckt. Das musste ich natürlich auch machen. Ich war im Nakatomi Tower aus dem Stirb-Langsam-Film, der natürlich gar nicht Nakatomi Tower heißt, aber vor der Feuerwache von Ghostbusters in New York und natürlich als Trekkie auch an der Stelle, wo demnächst die Sternenflottenakademie in San Francisco errichtet werden wird. Zurück zum ernsten Teil, deswegen gucke ich hier auch ganz ernst. Die Geschichte der US-Linken ist tatsächlich sehr, sehr interessant und lang. Es gab zum Beispiel Eugene Videbs, das war ein Sozialist und Gewerkschafter, der mehrmals als Präsident kandidiert hat, 1855 bis 1926. Es gab die Näherin und Gewerkschafterin und Sozialistin Mother Jones, die in der gleichen Periode aktiv war.
Dann W.E.B. Du Bois, der hier als Schwarzer an der Humboldt-Universität in Berlin studiert hat, was damals eher nicht üblich war, und dann ein aktiver Bürgerrechtler in den USA später wurde. Und der Ort, an dem ich hier bin, das ist in Chicago. Das ist ein Memorial, das an den 1. Mai erinnert. Denn es war im Jahr 1886, als die sogenannten Haymarket Riots stattfanden. Damals haben die Arbeiter dafür protestiert und gestreikt, dass ihre Arbeitszeit von 12 auf 8 Stunden reduziert wird. Die Polizei hat in die Menge geschossen, es gab mehrere Tote. Und dann gab es einen Bombenanschlag und es wurde nie aufgeklärt, von wem der verübt wurde. Und deshalb hat die Polizei und die Gerichtsbarkeit damals einfach die Anführer des Streiks zu den Verantwortlichen des Bombenanschlags erklärt und einige der Streikführer hingerichtet. Und einer von ihnen wird auf diesem Denkmal zitiert, August Spies. Er sagt, die Zeit wird kommen, wo unser Schweigen stärker ist als die Stimmen, die sie heute erdrosseln. Da hat der 1. Mai, der weltweit als Kampftag der Arbeiterinnen und Arbeiter begangen wird, seinen Ursprung. Jetzt wird es technisch sehr spannend. Ah. This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island. Das Lied hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Und es wird manchmal am 4. Juli in so patriotischer Stimmung gespielt. Und das ist ein historischer Irrtum, weil dieser Sänger Woody Guthrie, ich war dort in einer Ausstellung, der war Linker. Und der hat diesen Song als Parodie auf patriotische Songs geschrieben. Das wissen viele Amerikaner gar nicht, deswegen spielen sie ihn. Und die wissen auch nicht, dass dieser Song 2 Strophen hatte, die deutlich machen, wo Woody Guthrie eigentlich steht. Die werden auch nicht so häufig gespielt. Ich sage dir mal auf Deutsch, da war eine hohe Mauer, die versuchte mich aufzuhalten, da stand ein Schild und das sagte Privatbesitz. Auf der Rückseite stand nichts geschrieben, diese Seite wurde für dich und mich geschaffen. Oder eines hellen und sonnigen Morgens im Schatten des Kirchturms sah ich am Sozialamt meine Leute, wie sie hungrig da standen und ich fragte mich, ob Gott Amerika für mich gesegnet hat. Und dieser Künstler, Woody Guthrie, zeigt auch die reichhaltige kulturelle linke Szene, die es in den USA lange Jahre gegeben hat und auch immer noch gibt. Dieses Buch von Michael Harrington bringt uns in eine weitere Periode der US-Linken. Wie gesagt, die Socialist Party von Eugene Debs hatte 50.000 Mitglieder. Dann gab es die furchtbare Rezession in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und Präsident Franklin D. Roosevelt hat gesehen, wohin Rezession führen kann, nämlich zu Faschismus in Europa, in Deutschland, in Italien und anderswo. Und er hat dann versucht, mit einer, ich würde mal sagen, sozialdemokratischen Interventionspolitik gegenzusteuern. Riesige Arbeitsbeschaffungsprogramme, bezahlt durch Steuererhöhungen für die Reichen und für die Unternehmen, Regulierung der Banken. Das war eine Politik, die auch Gewerkschaften stärkte, die selbst die Kommunistische Partei, die dann über 50.000 bis hin zu 70.000 Mitglieder hatte, stärkte, die auch Franklin D. Roosevelt damals unterstützt hat. Er hatte auch einen Vizepräsidenten, der heute gar nicht mehr so bekannt ist, mit Namen Henry Wallace. Das war jemand, der sehr stark davor gewarnt hat, weiter auf die Entwicklung der Atombombe zu setzen. Er sagte, das ist ein Weg, den sollten wir nicht gehen. Leider ist Henry Wallace, als Roosevelt erneut kandidierte, vom Establishment der Demokratischen Partei abgesetzt und durch den weitgehend unbekannten Truman ersetzt worden. Und dann starb Franklin D. Roosevelt, Truman war Präsident und hat die Atombombe eingesetzt. Wir wissen nicht, wie die Geschichte sonst verlaufen wäre, aber es ist gut, sich daran zu erinnern, dass es immer auch andere Optionen gibt. So, dann begann leider die Zeit des Absturzes für die Linke. Und da gibt es mehrere Gründe dafür. Das eine ist, es gab einen beginnenden Kalten Krieg. Es gab die sogenannte McCarthy-Zeit. Das heißt, ein Senator hat sich ganz stark und ganz paranoid gegen kommunistische Umtriebe überall in den USA gewandt. Es gab dann Komitees zur Untersuchung unamerikanischen Verhaltens, wie sie es damals nannten. Und es wäre leicht, als Linker alles darauf zu schieben. Die Wahrheit ist aber auch, dass die Geheimrede von Khrushchev, die Enthüllung der stalinistischen Verbrechen, ein weiterer Aderlass für die linke Bewegung in den USA gewesen ist. Und auch im Wettstreit zwischen den demokratischen USA
Und den realsozialistischen Staaten sah der Realsozialismus nicht so gut aus. Das heißt, der Sozialismus, den die Menschen in Amerika sehen konnten, der war für sie keine erstrebenswerte Alternative. Es gab natürlich viele gute Bewegungen. Also es gab die Bürgerrechtsbewegung, es gab die Anti-Vietnamkriegsbewegung. Aber richtig sozialistische Kräfte fand man nur noch, wenn man mit der Lupe gesucht hat, an einigen Universitäten im wissenschaftlichen Bereich. Es war ein ziemlicher Absturz. Ich will aber ein Wort zu Martin Luther King sagen, der nämlich nicht nur Bürgerrechtler war, sondern auch Sozialist. Inzwischen beruft sich ja fast jeder auf Martin Luther King. Ich war ziemlich entsetzt, diese Woche gesehen zu haben, dass Marjorie Taylor Greene im Zuge der Untersuchungen in Mar-a-Lago, wo jetzt das FBI von rechts angegriffen wird, sagte, ja, das FBI sei ja schon immer politisch gegen seine Gegner vorgegangen. Mit Trump sei es wie mit Martin Luther King. Da können einem ja nur die Haare zu Berge stehen, wenn man solche Vergleiche sieht. Und deswegen hier mal ein Zitat, wo Martin Luther King stand. Der hat 1967, kurz vor seiner Ermordung, Folgendes gesagt. Es ist an der Zeit, dass die Privilegierten von ihren Millionen etwas abgeben. Die Rassentrennung im Süden zu beenden oder uns das Wahlrecht zu geben, das hat nichts gekostet. Diesmal ist es anders. Wir müssen uns fragen, warum gibt es in Amerika 40 Millionen Arme? Und wenn ihr euch das fragt, dann stellt ihr auch die Frage nach dem Wirtschaftssystem. Das Amerika, in dem wir heute sind, ist von vielen Gegensätzen geprägt. Die habe ich hier mal auf diesem Bild, das habe ich in einem Moment erlebt, so ein bisschen dargestellt. Auf der linken Seite seht ihr Demonstrantinnen und Demonstranten, die sich dafür einsetzen, dass Menschen, die unter der AIDS-Pandemie leiden, während der Corona-Pandemie nicht vergessen werden. Und auf der anderen Seite der Herr mit diesem Verkehrskegel und dem puterroten Kopf, der ist gekommen, um die Leute anzuschreien, weil sie von Gott nicht gewollt sind. Und die standen sich dann dagegen über, beiden Seiten auch Polizisten, die aufgepasst haben, dass sie nicht an die Kehle gegangen sind. Und diese Polarisierung, die wir hier sehen, prägt die politische Auseinandersetzung in den USA deutlich stärker, als das hier bei uns der Fall ist. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Unterschiede und hier will ich mal dazu kommen, die zu beschreiben. Ein Unterschied ist zum Beispiel die polarisierte Medienlandschaft. Früher gab es mal eine Fairness-Doktrin, das heißt, es gab eine gesetzliche Regelung, die sagte, wenn man in den Medien Sachverhalte darstellt, dann muss man fair und gerecht auch eine Gegenposition darstellen. Als Ronald Reagan Präsident wurde, hat er diese Regelung abgeschafft. Dann entstanden zunächst die Talk-Radios, in denen dann mehr und mehr rechtsauslegende Talk-Moderatoren ihre Thesen vertreten haben. Ja, und später sind dann so Sender wie Fox News und Sender, die noch weiter rechts stehen, entstanden. Und die sagen ganz klar und ganz ehrlich, es geht uns nicht darum, Nachrichten darzustellen. Wir geben den Menschen das, was sie hören wollen. Am Ende geht es ihnen darum, Werbezeit zu verkaufen und Geld zu verdienen. Und Menschen, die in den USA New York Times lesen und CNN schauen, leben in einem anderen Land als Menschen, die Fox News sehen. Und das ist ein Unterschied, den wir so in diesem schlimmen Maße bei uns nicht haben. Ein weiterer Unterschied ist Gerrymandering. Um das kurz zu erklären, letztlich beschreibt das den Zuschnitt von Wahlkreisen. Wenn ihr euch eine Region in Brandenburg vorstellt, wo die Leute alle CDU wählen und in der Mitte ist ein Städtchen, in dem alle SPD wählen, dann würde beim Wahlkreiszuschnitt dieses Städtchen rausgeschnitten werden und dem benachbarten SPD-Wahlkreis zugeschlagen werden. Das führt dazu, dass die Vorwahlentscheidungen in den USA wichtiger sind als die Wahlentscheidungen selbst, weil in den allermeisten Wahlkreisen schon im Vorhinein klar ist, ob der an die Demokraten oder an die Republikaner geht. Und wenn man bei den Vorwahlen antritt, dann versucht man natürlich vor allen Dingen, seine eigenen Parteianhänger zu erreichen und polarisiert stärker, ist weiter rechts oder links. Ich sage, mach das mal in meinem Wahlkreis fest. Ich hätte in Pankow, Prenzlauer Berg, Weißensee nicht gewonnen, wenn ich nicht auch versucht hätte, und das fiel mir leicht, weil das auch meine Meinung ist, auch Wählerinnen und Wähler von Grünen und SPD anzusprechen. Weil alleine mit linken Stimmen kann man den Wahlkreis nicht gewinnen. Und das ist bei diesem Gerrymandering-System sehr schwer. Und deswegen nimmt die Zahl der total polarisierten Politiker auch zu. Dann gibt es große Unterschiede zwischen Stadt und Land. Die beiden jungen Frauen, die ihr dort seht, die habe ich in Lancaster County getroffen. Lancaster County ist Trump-Land. Und während man in großen Städten wie San Francisco und New York, in Chicago, da findet man Vereine, Initiativen für jedes politisches Thema. Dort ist es so,
Das hat mir Susi, das die Dame rechts, erzählt. Sie sagt, na, wenn sie an den Türen klopfen geht und sagt, wollt ihr nicht einen höheren Mindestlohn, wollt ihr nicht eine bessere Krankenversicherung, sagen die Leute ja. Und dann fragen sie, ja, aber von welcher Partei kommen sie denn? Ja, mein Kandidat, für den ich werbe, der ist von der Demokratischen Partei. Und dann sagen die Leute in einer absolut großen Zahl, ja, aber die Demokraten wollen Kinder umbringen. Und das klingt total verrückt. Aber die christliche, die nationale christliche Rechte hat es in den letzten Jahrzehnten planmäßig und erfolgreich geschafft, viele Wahlen in Einpunktthemen zu verwandeln, die sich um die Frage Abtreibung ja oder nein drehen. Und das ist ein Thema, wo dann die Demokraten, also das Establishment der Demokraten, darauf so reagiert, dass sie sagen, naja, wir verschwenden hier nicht unser Geld in Gegenden, die wir gar nicht gewinnen können, und konzentrieren sich auf die großen Städte und lassen solche Ecken eben rechts liegen. Und das ist, finde ich, keine kluge Strategie. Es gibt da auch jetzt eine Gegenbewegung geben, aber das ist auch, wir haben auch einen Stadt-Land-Unterschied, aber auch das ist dort nochmal stärker zugespitzt. Wer sich für das Thema christlicher Nationalismus interessiert, dem kann ich das Buch Amerikas Gotteskrieger von Annika Brockschmidt sehr empfehlen, das sich damit intensiv befasst. Ein weiterer Unterschied ist der Unterschied zwischen Arm und Reich. Das ist ja auch etwas, wofür Amerika bekannt ist. Und viele denken, das war schon immer so. Und das ist falsch. Ich habe in der Universität of California in Berkeley den Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Zucman, das ist ein Franzose, getroffen. Der ist einer der renommiertesten Ungleichheitsforscher, hat im letzten Präsidentschaftswahlkampf Bernie Sanders und Elizabeth Warren beraten. Ich habe mit ihm auch ein Interview geführt, das auch auf meiner Seite zu finden ist. Und ich habe ihn gefragt, aus europäischer Perspektive sind die USA ja ein Land, das die Reichen bevorzugt und eben die Freiheit, vor allem die Freiheit für das Kapital bedeutet. Und seine Antwort war, die Leute haben vergessen, was vor der Präsidentschaft Ronald Reagans war. In den 50er Jahren zwischen Roosevelt und Reagan hatten die USA das vermutlich progressivste Steuersystem der Welt mit Einkommenssteuersätzen von bis zu 90% für die Topverdiener. Roosevelt hat mal 1941 in einer Rede vor dem US-Kongress erklärt, kein Amerikaner sollte nach den Zahlen seiner Steuern ein Einkommen von mehr als $25.000 haben. Das wären heute 1 Million Dollar. Roosevelt forderte eine Steuerrate von 100% bei Einkommen über $25.000. Ganz so weit ging man nicht, aber man hat sich auf 93% geeinigt, die bis in die 60er Jahre von Kennedy galten, dann etwas gesenkt wurde. Aber auch noch zu Beginn der 80er Jahre lag die Steuerrate für Topverdiener in den USA bei 70%. Das war deutlich höher als in Deutschland und in den meisten Industrieländern. Und erst dann, in der Reagan-Zeit, ist die Steuerrate für Topverdiener abgesunken. Und 1986 lag der Spitzensteuersatz nur noch bei 28% und war niedriger als in allen anderen Industrienationen. Was ist der Hintergrund dafür? Eine Theorie, eine Trickle-Down-Theorie, ist eine neoliberale Idee, die bedeutet, Trickle-Down heißt durchsickern, dass der Wohlstand durchsickert, wenn man die Unternehmen und die Reichen entlastet und Regulierungen durch den Staat abschafft. Reagan hat ja das zugespitzt auf die Formel, der Staat ist nicht die Lösung für unser Problem, der Staat ist das Problem. Und er hat Regulierungen abgeschafft, er hat Steuern gesenkt und das Ergebnis war, dass von 1946 bis 1980 die Durchschnittsgehälter noch 2,4% im Jahr gewachsen sind und danach von 1980 nur noch halb so viel. Und selbst dieser Wachstum verteilte sich sehr ungleich, sodass bei den mittleren und unteren Einkommensgruppen gar nichts mehr ankam oder unter Abzug der Inflation sogar ein Negativwachstum stattgefunden hat. Das heißt, seit 1980 ist die untere Hälfte der US-Bevölkerung vom Wachstum ausgeschlossen. Die Mittelschicht hat moderate Wachstumsraten von 1% und das reichste 1%, bei dem ist der Reichtum explodiert. Und auch das kann man hier an einem Bild sehen. Hier stand ich vor dem Rathaus in San Francisco und was auf den ersten Blick aussieht wie eine Baustelle, ist auf den zweiten Blick eine Obdachlosensiedlung. Und die ist auch nötig, weil in San Francisco, in dieser wunderschönen Stadt, man geht die eine Straße lang, da stehen dann die Teslas und diese Cable Cars, die bei diesen bergigen Straßen runterfahren, die man aus den Bildern kennt. Und schon in der nächsten Straße ist ein Slum. Also wirklich im Wortsinne ein Slum, wo die Leute sind, die sind drogenkrank, die haben mentale Probleme und wenn man mit, wie wir das heute machen, mit Google Maps durch eine Stadt läuft, dann weiß
das Gerät natürlich nicht, welche Straße ist schwierig und welche nicht. Also ich bin dann da einfach lang gegangen und da wurde einem schon anders. Und das ist ein Ergebnis dieser Trickle-Down-Politik. Ein weiterer Unterschied ist, dass das Zwei-Parteien-System in den USA sich in einer atemberaubenden Geschwindigkeit verändert hat. Und zwar insbesondere die Partei dieses Herrn von Charlie Dent. Charlie Dent habe ich kennengelernt, weil er Vorsitzender der Parlamentariergruppe für Deutschland auf US-amerikanischer Seite war. Steht ja da, er war Republikaner von 2005 bis 2018, ist jetzt nicht mehr im Kongress und gehört zu den Trump-Kritikern. Und er hat gesagt, der ist immer noch gefährlich, er dominiert immer noch die Partei und er kann immer noch die Nominierung gewinnen. Und zwar auch deshalb, weil er mehr Geld sammelt als die meisten anderen und vor allen Dingen mehr als die Partei insgesamt. Und hier kommen wir zu einem weiteren Unterschied. Der Supreme Court hat entschieden, dass so viel Geld zu spenden, wie man will, ohne jede Obergrenze an eine Partei oder einen Kandidaten Meinungsfreiheit ist. Das heißt, es gibt unreguliert nach oben offene Spendenmöglichkeiten und die werden genutzt. Der Wahlkampf in den USA ist unfassbar teuer. Das meiste Geld wird für bescheuerte Werbeclips ausgegeben, die im Fernsehen sagen, was der Gegenkandidat alles falsch gemacht hat. Und um da mithalten zu können, braucht man Geld. Das heißt, die Abgeordneten hängen den ganzen Tag am Telefon und betteln Unternehmen und Organisationen an, um Geld zu spenden für den nächsten Wahlkampf. Im Kongress haben die auch noch absurderweise 2-Jahres-Wahlperioden. Das heißt, das Ganze findet alle 2 Jahre statt. Und es ist ein Wahnsinn. Und deshalb ist jemand, der Spenden einwirbt und der mit seinem sogenannten Endorsement, also einer Unterstützung für einen Kandidaten, auch noch Einfluss hat wie Donald Trump, nach wie vor wichtig. Und das ist natürlich eine schlechte Nachricht. Und er sagt, es gibt keinen Grund für die Entwarnung und es muss etwas weiteres passieren. Und das ist mal eine der wenigen guten Nachrichten, das passiert offenbar gerade. Im Wahlrecht müssen ein paar Dinge klargestellt werden, nämlich dass der Vizepräsident der Vereinigten Staaten nicht das Recht hat, ein Wahlergebnis nicht anzuerkennen, so wie es Trump von seinem Vizepräsidenten Mike Pence verlangt hat, der das dann eine der wenigen sinnvollen Entscheidungen von Mike Pence nicht gemacht hat. Oder dass man Wahlhelfer, öffentlich Bedienstete oder ehrenamtliche Wahlhelfer nicht bedroht und beschimpft, dass das höher bestraft wird. Alles so eine Dinge sind notwendig und das wird jetzt auch passieren. Kommen wir zur linken Seite, das heißt der Progressive America. Der nette junge Mann hier ist Andreas Günther, ist jetzt Leiter des Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Nordamerika. Das ist für die UNO, für die USA und für Kanada zuständig. Und mit ihm habe ich über die Lage der Linken geredet und er hat auf ein Problem hingewiesen. Und zwar habe ich vorhin die Geschichte des Abstiegs der US-Linken erzählt. Und ich will jetzt was zum Aufstieg sagen. Im Jahr 2011 gab es einen Riesenprotest im Zuccotti Park in Manhattan. Occupy Wall Street hieß das. Das war eine Reaktion auf Obamas Rettung für die Banken nach der Bankenkrise. Und daraus entstand eine neue linke Bewegung, die weniger marxistisch geschult war, mehr spontan über die Ungerechtigkeiten der Welt empört war. Auf diese Bewegung aufbauend hat der ältere Herr, den ich dort als Puppe mitgebracht habe, Bernie Sanders, 2016 und 2020 2 Wahlkämpfe durchgeführt, die für die USA unfassbar waren. Der hat sich hingestellt und gesagt, ich bin demokratischer Sozialist. Früher war das ein politisches Todesurteil. Und der hat das einfach so vertreten. Und es sind 100.000 Menschen nach Manhattan gekommen, haben die größten Wahlkampfkundgebungen, die es ewig gegeben haben, um diesem knorrigen alten Herrn zuzuhören. Der ist unabhängiger Senator, der ist nicht Mitglied der Demokraten aus Vermont, schon seit Jahrzehnten. Und da ging es wieder nach oben mit der linken Bewegung. Es gab eine eigentlich sehr alte Partei, Democratic Socialists of America, die sich erneuert hat, die sozusagen den Schwung von Bernie Sanders aufgenommen haben und die jetzt über 100.000 Mitglieder haben, die in allen Bundesstaaten vertreten sind, die auch im US-Kongress vertreten sind. Die vielleicht zweitberühmteste Linke ist Alexandria Ocasio-Cortez, eine Abgeordnete aus New York. Die ist ein Teil der DSA und noch eine ganze Reihe weiterer Leute. Die haben in den Bundesstaaten Abgeordnete auf kommunaler Ebene. Also es geht voran. Und der Progressive Caucus, das sind so die, naja, die Mainstream-Linken innerhalb der Demokratischen Partei, die machen im House of Representatives im Moment fast die Hälfte der Demokratischen Partei aus. Unter diesem Druck
hat der Präsidentschaftskandidat Joe Biden, der sich gegen Bernie Sanders durchgesetzt hat, aber wusste, ohne Bernie Sanders und seine Anhänger wird er gegen Trump nicht gewinnen, mit Bernie Sanders ein Programm verabredet, was ziemlich links ist. So, und das wollte er umsetzen. Und dann gab es zwei Leute, die Mehrheiten sind leider wahnsinnig knapp, und zwei Senatoren im US-Senat, es gibt ja dort ein Zweikammernsystem, zwei Senatoren, nämlich Joe Manchin und Kirsten Sinema, reichten aus, um dieses progressive Programm zu blockieren. Und das ist auch passiert. Und hier nochmal ein Wort zum US-Parlamentssystem. Es gibt halt dieses House of Representatives, wo alle zwei Jahre neu gewählt wird. Das ist nach Proporz zusammengesetzt. Und dann gibt es den Senat. Und im Senat sind aus jedem Bundesstaat zwei Senatoren. Das heißt, ein Staat wie Wyoming mit 500.000 Einwohnern hat genauso zwei Senatoren wie Kalifornien mit 40 Millionen Einwohnern. Und dieser Senat hat die Möglichkeit, alles zu blockieren. Und das passiert auch. Und das ländliche Amerika, und ich habe ja vorhin beschrieben, dass das etwas konservativer ist, ist durch dieses System total überrepräsentiert. Das macht es sehr schwer. Und es kommt noch hinzu, dass selbst wenn man die Mehrheit hat im Senat, dass es noch eine weitere Regelung gibt, die heißt Filibuster, die praktisch bedeutet, dass man, um eine Debatte führen zu können, man nicht 50, also die Hälfte braucht, sondern 60. Also man braucht auch noch Stimmen der Republikaner. Und das stammt aus einer Zeit, als man überparteilich miteinander Dinge verabredet hat, die ist aber lange vorbei. Die Republikaner sind eine Blockierungsmacht. Und das heißt, selbst mit der Mehrheit, mit der knappen Mehrheit im Senat, hatten sie keine Chance, ihr Programm umzusetzen. Und damit komme ich zu dem Mann, den ich eben schon erwähnt habe. Ein weiteres technisches Highlight. Mal sehen, ob das funktioniert. The pandemic has only made things worse. 20 million Americans lost their job in the pandemic. Working and middle-class Americans. At the same time, roughly 650 billionaires in America saw their net worth increase by more than $1 trillion in the same exact period. Let me say it again. 650 people increased their wealth by more than $1 trillion during this pandemic. And they're now worth more than $4 trillion. My fellow Americans, trickle down. Trickle-down economics has never worked. And it's time to grow the economy from the bottom and the middle out. So, und an der Stelle muss man sich fragen, ist Joe Biden durch Außerirdische entführt worden und durch einen Doppelgänger ersetzt worden? Denn diese Trickle-down-Economy, von der er hier sagt, dass sie niemals funktioniert hat, womit er recht hat, ist von ihm in den letzten Jahrzehnten durchgesetzt worden. Das heißt, der Mann hängt ja schon seit Jahrzehnten in der US-Politik rum. Der war Vizepräsident von Obama. Die ganze neoliberale Ära war er mit dabei. Aber besser spät als nie. Ich habe es ja beschrieben, warum das passiert ist. Durch die Veränderung im Land, durch Bernie Sanders und die Kampagne, dadurch, dass die Demokratische Partei von heute nicht mehr die von damals ist, obwohl sie immer noch schwierig ist, war er gezwungen, so einen neuen Weg einzuschlagen. Und er hat wirklich mutige Vorschläge gemacht. Ich war überrascht, was alles auf den Tisch kam. Also das war eine 2 Jahre kostenlose Vorschule, erweiterter Kindersteuerfreibetrag, Verringerung der Treibhausgasverschmutzung, Senkung der Energiekosten, neue hochwertige Arbeitsplätze in sauberer Energiewirtschaft, bessere Krankenversicherung, günstige Hörgeräte, die größte Einzelinvestition in erschwinglichen Wohnraum, Erweiterung des Highschool-Zugangs, Steuersenkungen für geringverdienende Investitionen in Müttergesundheit, Reform des kaputten Einwanderungssystems. Und das alles sollte bezahlt werden durch große Unternehmen, Millionäre und Milliardäre. Ein so ein Satz, den er immer wieder zitiert, ist: Pay your fair share, zahlt euren gerechten Anteil an den Steuern. Und das war großartig, aber es ist nicht passiert, weil Joe Manchin und Kirsten Sinema es verhindert haben. Ein kleiner, klitzekleiner Trost und Hoffnungsfunken ist dann jetzt noch auf den letzten Metern, gerade in den letzten Wochen passiert. Denn es ist jetzt unter neuem Namen, das alte Programm Build Back Better, das war das, was ich eben beschrieben habe, gibt's nicht, ist tot. Aber Joe Manchin hat sich geeinigt, immerhin auf die größte Investition in erneuerbare Energien. Das ist gut, also das darf man auch nicht schlecht reden, auch wenn da viele Haken und Ösen dabei sind. Es gibt eine klitzekleine Babyschritte in einer Reduzierung der absolut wahnsinnig hohen Medikamentenkosten in den USA. Das ist auch gut. Und sie haben sich auf eine 15-prozentige Mindeststeuer verständigt. Das ist wichtig,
weil es eine globale Verabredung gibt, dass der weltweite Steuerfluchtwettbewerb abgeschafft werden soll, dadurch, dass man überall mindestens 15% bezahlt. Das heißt, Amazon in Irland muss dann 15% zahlen und es bringt ihnen nichts mehr, irgendwo hinzufliehen. Und dazu war es wichtig, dass die USA das machen. Es ist trotzdem zu wenig, es ist zu spät, aber ich gehöre nicht zu denen, die sagen, dass das nichts wert ist. Es ist gut, dass das passiert ist. Aber es war eben nicht das, was man wollte. Und deswegen gibt es eine Gruppe, die sehr wütend ist. Congresswoman, your Congresswoman, Alexandria Ocasio-Cortez. Thank you. Let's hear it for Assemblywoman Karina Reyes and Natalia Fernandez. I got a little embarrassed when people like kind of gas me up, but I want us to really recognize and center these two. They are history makers. Das war hier mein persönlicher Celebrity-Moment. Ich bin als Fellow und kleiner früherer Abgeordneter natürlich nicht wichtig genug, um ein Interview mit Bernie Sanders oder Alexandria Ocasio-Cortez führen zu können. Aber ich kann natürlich zu einer Wahlkampfveranstaltung gehen, das habe ich hier gemacht und habe sie mir mal angehört. Das fand ich toll. Die ist eine tolle Frau und die ist dort, weil sie Unterschriften sammeln musste für ihre Wiederwahl und hat dann ihre kommunalen und Landesabgeordneten unterstützt, die dort auch Unterschriften sammeln müssen. Und AOC, so wird sie genannt, und die fünf Personen, die dort rechts stehen, bilden The Squad. Das ist die Gruppe, die nochmal von links die Progressiven im US-Kongress unter Druck setzt. Es gibt ein paar schöne Nachrichten. Es wird Verstärkung geben. Also einige, die meisten haben es in den Vorwahlen wieder geschafft. Und in Austin, der Hauptstadt von Texas, ist ein Mann bereits nominiert. Der heißt Greg Sasa. Der wird, gehört auch zur DSA. Der wird mit dazu stoßen. Und in Pennsylvania eine Frau namens Summer Lee. Also die ganz Linken legen wahrscheinlich zu. Das ist die gute Nachricht für die Midterm-Elections, über die wir nachher nochmal reden. Das ist auch der Punkt, wo ich was sagen muss zu den US-Parteien. Wer denkt, die Republikaner sind ein bisschen mehr CDU und die Demokraten sind ein bisschen mehr SPD, der irrt sich. Die Republikaner sind letztlich AfD und der rechte Rand von FDP und CDU-CSU. Und die Demokraten sind der andere Teil von CDU, CSU und FDP und Sozialdemokraten und Grüne und Linkspartei. Also ein sehr, sehr großes Zelt, wie die Amerikaner sagen. Und das führt natürlich zu Spannungen. Und wenn ich dort mit Linken spreche, dann sagen die manchmal, ja, ihr habt das so gut in Deutschland, da muss man sich nicht in solche bescheuerten Kompromisse mit diesen rechtsstehenden Leuten in der Partei einlassen. Vielleicht, ja, na, aber bei uns ist das Problem. Dann kann aber auch beispielsweise die SPD sich entscheiden, gar nicht zu versuchen, mit links irgendwie einen Kompromiss zu erzielen, sondern kann auch mit der CDU oder der FDP eine Regierung bilden. Das heißt, ich möchte jetzt nicht die Entscheidung treffen, welches System besser ist, hat beides seine Vor- und Nachteile. Aber es ist ein sehr, sehr großes Zelt und AOC hat mal gesagt, in keinem anderen Land der Erde wäre sie mit Joe Biden in einer Partei. Das hier ist Ted Deutsch, der ist Abgeordneter aus Florida. Mit ihm habe ich über das Thema Schwangerschaftsabbruch geredet. Das ist im Moment ein ganz akutes Thema, denn der Supreme Court hat den Schutz auf nationaler Ebene, dass Frauen, die das wollen, einen Schwangerschaftsabbruch in den ganzen USA bekommen können, aufgehoben. Und nun ist es Sache der Bundesstaaten. Und in seinem Bundesstaat gibt es schon erste Bewegungen. Hier gibt es, so furchtbar diese Entscheidung ist, vielleicht ein kleines bisschen, was Hoffnung macht. Nämlich, ich habe das Gefühl, dass hier die christliche Rechte vielleicht doch einen Schritt zu weit gegangen ist. Als jetzt in Kansas eine Volksabstimmung stattfand, ob man dort auf nationaler Ebene, steht es nämlich in der Verfassung von Kansas, die Möglichkeit für Schwangerschaftsabbruch, und das ist ein Trump-Land, da hat es eine deutliche Mehrheit gegeben, die gesagt haben, nee, das wollen wir nicht. Und man merkt im Moment auch, dass einige Kandidaten, die nur auf diesem Thema rumreiten, auf republikanischer Seite, unter Umständen verlieren können. Ich überspringe mal das Thema den Ukraine-Krieg und komme ganz zum Schluss zum Thema Rassismus und Antirassismus. Während der Corona-Pandemie fand ja auch der furchtbare Mord an George Floyd statt. Eine in den ganzen USA stattfindende neue Bewegung, neu ist die Bewegung nicht, aber erstarkte Bewegung, Black Lives Matter,
griff um sich. Aber es gab auch eine weitere Bewegung, die hieß Stop Asian Hate. Und darüber habe ich mit der jungen Frau gesprochen, Chanjuli Wong. Die ist Rechtsanwältin und hat ein Buch darüber geschrieben, wie sie mit ihren Eltern, die aus China in die USA gekommen sind, dort als Undokumentierte leben musste. Rechtlos, die Eltern wurden ausgebeutet, sie hat Hunger gelitten. Und sie sagte, es war dann ein Präsident wie Donald Trump, der sie dazu gebracht hat, dieses Buch zu schreiben, weil der dann mit seinen schlechten Witzen über Kung Flu und den China-Virus dazu geführt hat, und das begegnete mir an mehreren Stellen, dass asiatischstämmige Amerikaner auf der Straße dumm angemacht wurden. Denn wenn der Präsident des Landes sowas macht, naja, dann sagen Schulkinder, das kann ich ja auch machen, und sagen auch erwachsene Leute, das kann ich ja auch machen. Und dagegen ist diese Bewegung Stop Asian Hate entstanden, die auch erstarkt ist, und das ist ein gutes Zeichen. Das Fazit für mich ist, das Land ist nicht nur, wie wir es alle mitgekriegt haben, nach rechts gerückt, sondern gleichzeitig auch nach links. Und dieses Zitat habe ich mir geborgt aus einem weiteren Buch von Lukas Hermsmeier, mit dem ich auch gesprochen habe, ein Berliner Journalist, der im Moment in New York lebt, Uprising, Amerikas neue Linke. Der sagt nämlich, die eine Entwicklung, wir alle sehen, fand statt, aber gleichzeitig die andere, die ich heute Abend ein bisschen umrissen habe. Bei mir ist eines wichtig, nicht gleichermaßen. Denn manchmal trifft man so Leute auch im deutschen transatlantischen Mainstream-Universum, die sagen, ja, da gibt es jetzt die Radikalisierung links und rechts und Cancel Culture und Trump, und dann fühlt man sich gut und ist irgendwie in der Mitte. Aber es ist Quatsch. Also die Radikalisierung nach links bedeutet, für eine Abschaffung von Studiengebühren und für einen höheren Mindestlohn einzutreten. Und der Rück nach rechts bedeutet, dass man für einen Putsch und Wahlfälschungen ist. Und das kann man nicht gleichsetzen. Das heißt, die amerikanische republikanische Partei hat sich aus dem demokratischen Spektrum herausbewegt. Sie ist eine rechtsradikale Trump-Sekte geworden. Und die Demokraten haben sich ein bisschen sozialdemokratisiert. So, letzteres finde ich natürlich gut. Ob das sich durchsetzen wird oder die Demokratie in den USA ernsthaft in Gefahr ist, das ist leider eine offene Frage und wird nicht zuletzt auch bei den kommenden Midterm-Elections entschieden. Vielleicht dazu nochmal ein Wort. Die USA wählen ja andauernd. Ich habe ja gesagt, es gibt diese Zweijahreswahlperiode. In der Mitte der Amtszeit eines Präsidenten wird das ganze Repräsentantenhaus neu gewählt. Ein Teil des Senats und einige Gouverneure, das sind so die Ministerpräsidenten in den USA. Im Moment, auch wenn die Mehrheit knapp ist, haben die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus, haben diese 50-50-Einstimmenmehrheit, weil Kamala Harris als Präsidentin des Senats mit einer Stimme entscheiden kann, mit dem Problem, das ich beschrieben habe, dass man manchmal 60, nicht 50 Stimmen braucht. Im Worst Case verlieren die Demokraten das Repräsentantenhaus und den Senat. Und das ist gar nicht so selten, weil in der Mitte einer Amtszeit häufig die Partei des Präsidenten verliert. Das wäre furchtbar, weil das kann den Boden bereiten, dass Donald Trump oder jemand, der so wie er ist, DeSantis aus Florida wird jetzt oft gesagt, gewinnt. Und das ist nicht nur für die USA ein Problem, sondern, wie Sebastian sagte, größte Militär, größte Wirtschaftsmacht, auch für uns in Europa. So gerade jetzt mit dem russischen Krieg gibt es ja eine noch stärkere Fokussierung. Die NATO wird zu 90% von den USA bezahlt. Trump hat gesagt, die NATO ist obsolet beim letzten Mal. Oder die Energiepolitik, wenn jetzt russisches Gas durch Fracking-Gas aus den USA ersetzt wird und die USA keine Demokratie mehr sind, das ist für uns ein Problem. Das heißt, die Zukunft dort ist offen. Ich bin gespannt, was passiert, und vielleicht erzähle ich euch dann, wenn ich nach weiteren 3 Monaten wieder da bin, etwas mehr über die Midterm Elections und mache hier einen Punkt. Und würde gerne Was trinken? Ja, ich will nicht Gerhard Schröder zitieren, aber ich gebe mir mal ein Bier. Sonst. Vielen Dank, Stefan. Da du so im Redefluss warst, habe ich mich nicht getraut, dich zu unterbrechen. Auch nicht für das Getränk, aber Sophie eilt und du kannst ein Bier haben. Du kannst einen Radler haben, du kannst ein Bier haben, du kannst Produkte von einem Softdrink-Konzern aus Atlanta haben. Ich will noch was Alkoholisches. Ich hätte gerne ein Bier. Ja, machen wir. Ja, vielen Dank für diese Einblicke, Stefan. Wir werden dann auch gleich miteinander ins Gespräch kommen. Ich will vielleicht, ne, noch bei zwei Punkten andocken, die du auch gerade in deinem Vortrag gebracht hast, und noch vielleicht das ein oder andere
Pflänzchen von progressiver, auch sozusagen regionaler Politik irgendwie rauskitzeln, die es in diesem US-amerikanischen System ja auch gibt oder die auch möglich sind. Du hast das eine Foto aus San Francisco gebracht mit der Zeltinfrastruktur zur Versorgung von Obdachlosen. Ich war 2017 zuletzt in San Francisco und das ist mir dort auch aufgefallen und ich habe da dann auch mit den Leuten gesprochen, wie es eigentlich dazu kommt, dass das hier so augenscheinlich ist, gerade vor dem Hintergrund, dass San Francisco als Stadt selber ja auch eine mit relativ guten Steuereinnahmen gesegnete Stadt ist, Silicon Valley ist in der Nähe und so weiter. Und die haben mir damals gesagt, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, dass der Grund dafür eine äußerst progressive und sozial gerechte Entscheidung des San Francisco City Council gewesen ist. Die haben nämlich entschieden, also auch aufgrund der Tatsache, dass sie sich das leisten können, dass es eine Gesundheitsversorgung kostenfrei für obdachlose Menschen gibt innerhalb des City Limits. Was natürlich dazu, also jedenfalls 2017 dazu geführt hat und offensichtlich hat sich das verstärkt, wenn die das nicht geändert haben, was dazu geführt hat, dass in weiten Teilen der Bay Area, was auch verständlich ist, viele obdachlose Menschen einfach nach San Francisco gegangen sind, um dort die kostenlose Krankenversorgung in Anspruch zu nehmen. Ich nenne das jetzt einfach an der Stelle mal oder bringe das so ein bisschen ins Spiel, weil auch unter der Diktion der schwierigen Mehrheiten in Washington oder auch der oft meistens nach den ersten Midterm-Elections eintretenden Situation, dass mindestens eine oder manchmal auch beide Kammern eine andere Parteidominanz haben als als der amtierende Präsident und die Partei des Präsidenten im Weißen Haus, gibt es ja auch regional in den Bundesstaaten oder auch in den Counties andere Mehrheiten oder auch Mehrheiten für progressive Politik, die dann zum Beispiel zu solchen Entscheidungen führen. Vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Beispiele nennen auf deiner Rundreise, die dich beeindruckt haben, die dich bewegt haben von, ja, da wird ganz praktisch lokale oder bundesstaatliche Politik betrieben, die eben auch für dieses andere Amerika steht, die auf einer kleineren Ebene schafft, Punkte umzusetzen, die zum Beispiel leider durch Manchin auf der großen, im großen Maßstab im Senat blockiert wurden und wo das Weiße Haus das Problem hat, dass sie Initiativen ergreifen können und auch sozusagen zeigen können, was sie eigentlich wollen, aber dann eben doch am Ende des Tages es nicht schaffen, nach dem Repräsentantenhaus dann auch die erforderliche Senatsmehrheit zu erzielen. Also vielleicht kannst du da noch mal so ein, zwei Punkte nennen. Ich glaube, das ist ganz interessant, weil wir als Linke auch hier in unserem, auch wenn wir die Bundeshauptstadt sind, aber in unserem kleinen Bundesland Berlin ja auch immer auf der Suche sind nach progressiven Beispielen von, hey, wo funktioniert eigentlich, auch wenn es ein anderes sozusagen Gesetzesregime ist möglicherweise, aber wo funktionieren auch in anderen Ländern Punkte, die man irgendwie sich abgucken kann in der Stadtentwicklungspolitik oder in anderen Bereichen. Dazu muss man vorher noch mal ein Wort sagen zur Demokratischen Partei. Als ich in Chicago war, habe ich gelernt, dass im City Council, im Stadtrat von Chicago, null Republikaner sitzen. Da sind nur Demokraten und dann gibt es 7 Unabhängige, die links von den Demokraten sind, die eher so DSA sind. Das führt zu einem Effekt, dass im US-Parteiensystem die Parteien, die da dann das Sagen haben, als eher so Wahlkampfmaschinen wahrgenommen werden und gar nicht mehr links sind. Sondern es sind einfach sozusagen dann ganz breit aufgestellte Organisationen mit dem Label Demokraten. Ich habe das Gleiche in Philadelphia bei einem Gespräch. Ich habe immer versucht, das habt ihr gesehen, da mit diesem Republikaner gesprochen. Ich habe auch versucht, mit Businessleuten und so mit Menschen von der anderen Seite zu reden. Und dann war ich bei einem, an so einem feinen Club zum Mittagessen. Und dann sagte mir der Herr, so ein Bankertyp, ja, er ist natürlich Republikaner, so wegen Steuerpolitik und so, aber er hat sich hier selbstverständlich als Demokrat registriert. Also bei denen ist das ja nicht so, man tritt nicht wie bei uns in eine Partei ein, ist dann da engagiert und zahlt Beitrag, sondern man muss sich entscheiden, bin ich Demokrat, Republikaner oder unabhängig. Ich gebe das auch öffentlich an
Und dann habe ich das Recht, bei den Vorwahlen und bei den Entscheidungen dieser Partei mitzuwirken. Und der sagt dann als Republikaner, na, warum sollte ich denn mich hier als Republikaner für meine Überzeugung registrieren? Dann kann ich ja keinen Einfluss nehmen, weil hier die Demokraten das alles in der Hand haben. Das heißt, es führt ein bisschen zu einer Verschiebung des Systems. Und das war das, was ich auch in San Francisco hörte, dass das war jetzt eine Kritik, die uns zu einem etwas heiklen Thema führt, nämlich Identitätspolitik, dass gesagt wurde, na, manche Demokraten, die rechtfertigen dann, ihr Mitglied in der Demokratischen Partei zu sein, in dem löblichen Einsatz für Feminismus und Queerpolitik, was gut ist und richtig ist. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, man soll das nicht mehr machen. Ich finde das total richtig. Aber das Labeling reicht ihnen dann, um die ernsten Themen nicht anzupacken. In San Francisco gab es zum Beispiel eine richtige Bewegung, die dort auch von der dortigen DSA unterstützt wird und von der Mieterinnen- und Mieterbewegung, wo ich auch mit der örtlichen Chefin gesprochen habe, die wollen eine Empty Home Tax einführen, weil es in dieser Stadt, das kommt uns bekannt vor, Menschen gibt, die aus spekulativen Gründen Wohnungen besitzen und leer stehen lassen. So, und dann haben sie gesagt, dass wollen wir nicht länger, habe ich dann gesagt. Wir haben ja in Deutschland für alles geile Worte und haben deshalb Zweckentfremdungsverbotsverordnung ihnen erstmal zum Besten gegeben. So machen wir das hier. What? Aber das eben was, das wäre wirklich linke Politik. Das kommt dann, obwohl sie eine breite demokratische Mehrheit haben, dann eben doch nicht zustande. Was aber wiederum hilft, ist, dass es in vielen Bundesstaaten ganz starke Möglichkeiten gibt für Referenden. So, und dann versuchen sie jetzt eben diese Empty Home Tax in San Francisco durch ein Referendum auf die Tagesordnung zu setzen und auch durchzusetzen. So, ich habe vorhin den Stadt-Land-Unterschied beschrieben und will deshalb nochmal was Negatives zum Land sagen. Wieder Susi Wurz, mit der ich dort gesprochen habe, die sagte, während der Pandemie war ihre Hauptsorge, dass sie ihre Kinder an der Schule beschützt. Weil das ganze Thema Maskentragen dort so durchpolitisiert ist, dass sie von im Schulgremium von republikanischen Eltern niedergebrüllt wurde, mit Unterstützung der Schulleitung und der örtlichen Schulaufsicht, dass sie keinesfalls gestatten, dass die Menschen dort Masken tragen. Und das ist sozusagen dann das andere Amerika. Oder ich habe mit einer Bibliothekarin gesprochen, das mal zum Thema Cancel Culture. Ich habe mich neulich furchtbar aufgeregt, als Friedrich Merz in einem Interview in der Welt gesagt hat, das größte Problem sei die Cancel Culture und er hätte Angst vor dem, was er da aus Amerika an den Universitäten, also was er damit sagen wollte, ist Cancel Culture von links, das sei das größte Problem und das würde nach Europa schwappen. Die Wahrheit ist, dass die in den kleinen Bibliotheken Selbstzensur betreiben, dass die Bibliothekare, die wissen, dass ihr Budget für die Bibliothek vom örtlichen Stadtrat abhängt, selber schon durch die Reihen gehen und dann die Bücher rausnehmen, wo beispielsweise nicht Vater-, Mutter-, Kind-Familien vorkommen. So, das ist das, was im Moment stattfindet. Und das ist schon eine sehr bedrohliche Entwicklung. Und ich kann nur noch mal sagen, na klar muss man versuchen, Wahlen zu gewinnen. Und da muss man da rein investieren, wo man auch die Chance hat. Aber wenn man nicht eine Langfriststrategie macht und sich nicht um das ländliche Amerika kümmert, dann sieht es ganz böse aus. Es wird nicht, ich glaube nicht, dass es so ein Bürgerkrieg wie damals zwischen Nord und Süd geben wird. Aber es kann durchaus passieren, und das ist, klingt jetzt irgendwie ein bisschen dystopisch, aber es kann durchaus passieren, dass die Vereinigten Staaten auseinanderbrechen. Also New York wird weiter demokratisch sein, Kalifornien wird weiter demokratisch sein. Aber es kann sein, dass es Staaten in der Mitte gibt, die sagen, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. So, und das ist angesichts, und da kommt jetzt der Außenpolitiker bei mir durch, angesichts einer globalen Auseinandersetzung zwischen Städten, zwischen Staaten mit parlamentarischen Demokratien und Staaten, die keine parlamentarischen Demokratien haben, ist bei aller Kritik an den USA, die von linker Seite mit viel Herzblut geäußert wird, ist keine gute Perspektive, wenn die auseinanderbrechen würden. So. Und ja, da ist meine Sorge nach der Reise eher größer geworden. Ja, das waren jetzt sehr offene und erschreckend ehrlich negative Beispiele. Wir kommen aber bestimmt auch noch zu ein, zwei anderen Punkten.
Die letzte Frage, Stefan, die ich dir sozusagen zum Anfüttern noch stellen will, und dann geht es direkt zu euch, ist nochmal die Frage nach einer äußerst wichtigen Institution, in Deutschland würde man sagen, einem äußerst wichtigen Verfassungsorgan, wo die Personalentscheidungen oft viel weitreichender sind im Rahmen einer Präsidentschaft, wenn man das Glück oder wenn man die Situation hat, die zu entscheiden, als jetzt zum Beispiel hierzulande. Ich spreche den Supreme Court an. Das System in den USA der Gewaltenteilung ist an dieser Stelle so intensiv, will ich mal sagen, dass ein Sitz am Supreme Court auf Lebenszeit durch den US-Senat mit der erforderlichen Mehrheit auf Vorschlag des jeweiligen Präsidenten vergeben wird. Auf Lebenszeit heißt dann, anders als jetzt im hiesigen Strafrecht, das sind nicht 25 Jahre oder so, ja, sondern das ist wirklich bis die Person stirbt oder selber den Sitz freigibt. Jetzt hatten wir während der Trump-Administration die Situation, dass es ausgerechnet dieser Präsident mit den Mehrheiten im Kongress, insbesondere dem Senat, geschafft hat, eine äußerst konservative Mehrheit an diesem Supreme Court zu installieren. Ich glaube, zuletzt durch den frei gewordenen Sitz von Ruth Bader Ginsburg, die gestorben ist und gerade für den Bereich der Gleichstellung der Frauen Unfassbares geleistet hat. Ein großer Verlust war am Supreme Court und auch für die für das Progressive America, muss man so sagen. Wie schätzt du, wir hatten jetzt gerade, du hast es angesprochen, die Rollback-Entscheidung im Bereich des bisherigen Schwangerschaftsabbruchsrechts, der Rechtsprechung. Wie schätzt du, unabhängig jetzt vom Ausgang der Midterms, und wir wissen ja auch noch nicht, wie die nächsten Presidential Elections ausgehen werden, du hast ja selber auf die Problematik hingewiesen, also die Demokraten haben einen Amtsinhaber. Es ist, ich weiß gar nicht, ob es in der Geschichte der USA jemals passiert ist, dass die Partei, die den Präsidenten gestellt hat und der nochmal rechtlich zu einer Wiederwahl antreten konnte, einen anderen nominiert hat. Ich glaube, ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass das passiert ist. Wenn, dann muss das lange her gewesen sein. Das heißt, wir haben oder müssen im Moment davon ausgehen, dass Joe Biden für die Demokraten wieder antreten wird, mit allen sozusagen Schwierigkeiten, die das vielleicht auch bedeuten kann, dann gegen Trump oder jemanden, der wie Trump ist, dann auch sozusagen obsiegen zu können. Denn die Kritik an Biden ist ja jetzt auch deutlich geworden in der eigenen Partei und auch bei den Unabhängigen. Deswegen so ein bisschen nochmal die Frage, wie schätzt du den aktuellen Supreme Court ein für möglicherweise wichtige gesellschaftliche Entscheidung, die er noch sozusagen auf der Brust hat. Denn das hat ja zuletzt auch hier sehr wahrnehmbar sozusagen sehr stark polarisiert, die Schwangerschaftsabbruchsentscheidung oder der Rollback desselben. Also erstmal, wir machen ja nicht die Regeln in den USA, aber wir können ja trotzdem eine Meinung dazu haben. Ich finde es total absurd, so eine Entscheidung auf Lebenszeit zu treffen. Einfach mal, finde ich einfach abenteuerlich. So, zum Zweiten, unpopuläre Meinung, die allseits geschätzte Ruth Bader Ginsburg hätte sich auch früher entscheiden können, zurückzutreten. Die hat Unschätzbares geleistet und so, aber wäre sie zu Obamas Zeiten zurückgetreten, hätte er einen demokratischen Richter, eine demokratische Richterin benennen können. Das muss an der Stelle auch gesagt werden. Trump hat versprochen und geliefert. Also ich habe damals, als der gewählt wurde, da hat eine Organisation, die uns in die USA eingeladen hat, da habe ich gesagt, wir wollen auch mal mit Leuten reden, die für die Wahl von Trump verantwortlich sind, so mit richtig krassen Evangelikalen. Ja, und dann saßen dann so ältere Herren, die alle für Waffenbesitz sind, da und sprachen die ganze Zeit über das ungeborene Leben und wie wichtig ihnen das ist und die christlichen Werte. Und da wählt ihr jemanden wie Donald Trump. Das war gerade die Zeit, wo eine Erotikdarstellerin namens Stormy Daniels in den Medien war. Ja, das fand ja vor seiner Ehe statt. Ja, so ein Quatsch. Also das ist wirklich aberwitzig. Im Kern wissen die ganz genau, der vertritt nicht ihre Werte. Der glaubt auch nicht daran. Aber der liefert. Der verspricht dem konservativen, dem christlich-konservativen Amerika, dass er jede Chance nutzen wird,
ihre Wünsche, Schwangerschaftsabbruch, Waffen durchzusetzen und zu zementieren durch die Besetzung von Richterinnen und Richtern. Und Bundesrichter gibt es ja nicht nur am Supreme Court, sondern gibt es in den ganzen USA. Und da hat er dafür gesorgt, dass seine Leute dorthin gesetzt werden. Jetzt zu Joe Biden. Joe Biden hat was sehr Gutes gemacht, nämlich er ist massiv dabei, in seiner Amtszeit Bundesrichter mit progressiven Leuten zu besetzen. Und da ist er erfolgreich. Das macht er sehr planmäßig und gut. Aber er hat auf dem Supreme Court natürlich nur die Chance, was zu besetzen, wenn was frei wird. Und jetzt ist der eine Richter zurückgetreten und er hat die erste schwarze Frau benannt. Das war gut und es war ein Wahlversprechen. Das war auch toll, dass er das gemacht hat. Aber im Moment ist die Mehrheit im Supreme Court eine Katastrophe. Und die setzen sich ja nicht dahin und sagen, wir sind gegen die Frauen. Nur die sagen, wir treffen hier eine Entscheidung. Wir sagen nur, der Gesetzgeber hat kein Gesetz gemacht zum Schutz des Schwangerschaftsabbruchs USA-weit. Und das stimmt. Es gibt kein US-Gesetz. Und wir haben hier nur die Entscheidung getroffen, dass die Bundesstaaten alleine entscheiden können. In der Logik können sie aber noch weitergehen. Da können sie genauso gut sagen, die Gay Marriage wird da aufgehoben. Also wir geben das an die Staaten zurück. Oder jetzt mal ganz doll zugespitzt, auch das Heiraten zwischen Schwarzen und Weißen. Das können ja die Bundesstaaten entscheiden. Das kann man sich jetzt apokalyptisch, wenn man möchte, vorstellen. So, und da sieht es im Moment nicht gut aus. Und das kann man nur damit beantworten, indem man per Gesetz etwas festlegt. Und hier kommt wieder ein kleiner Wutausbruch zum Thema Menschen und Cinema dazu. Die hätten ja die Chance gehabt. Es gab bereits einen Beschluss im US-Kongress, im Repräsentantenhaus genau genommen, für eine gesetzliche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs. Und dann hätten sie mit einfacher Mehrheit das Filibuster aufheben können. Das heißt, Menschen und Cinema hätten sagen können, wir wollen, dass hier jetzt über das Thema abgestimmt wird. Und dann haben die gesagt, naja, nee, ja, so ein wichtiges Thema muss ja überparteilich, also gab es keine Aufhebung des Filibusters, brauchte man also 60 Stimmen, gab es nicht. Und damit ist es nicht im Gesetz. Und da verstehe ich auch manche Wählerinnen und Wähler der Demokratischen Partei. Das ist ja schön, dass die jetzt überall Plakate drucken, wie wichtig das Recht der Frau auf Schwangerschaftsabbruch ist. Aber da sage ich mir doch als Wähler und Wählerin, ja, ihr habt doch die Mehrheit. Ihr habt den Präsidenten, ihr habt den Senat, ihr habt das Repräsentantenhaus und ihr macht daraus nichts. Und das ist natürlich ein Thema, was viele Leute sehr wütend macht. Du hast vorhin so durchklingen lassen, ich soll ja nicht so negativ sein, deswegen sage ich auch mal was Positives. In den letzten Tagen gab es wirklich Grund zur positiven Entwicklung. Es kann ja tatsächlich auch was anderes passieren, weil die Republikaner überzogen haben. Schwangerschaftsabbruch, Waffenrecht, weil die wirklich Wahnsinnige aufstellen. Also wenn man sich anguckt jetzt, wer für die Republikaner nominiert wird, vielleicht habt ihr schon mal von dieser QAnon-Verschwörungstheorie gehört, die davon ausgeht, dass Hillary Clinton im Keller einer Pizzeria Kinder umbringt, um Blut zu gewinnen, aus dem ein Serum entsteht, mit dem man ewig lebt. Das klingt so geistesgestört, das kann man gar nicht fassen, aber es gibt große Gruppen von Menschen, die daran glauben. Und zum Teil sind die Mitglied des US-Kongresses. Und weitere wollen jetzt in den US-Kongress einziehen. Und da sagt selbst ein sehr Konservativer, der eigentlich nur einfach keine Steuern zahlen möchte, das ist mir jetzt doch zu blöd. Und im Moment gibt es ein paar Umfragen, die wirklich Hoffnung machen. Also, dass es 3-4 Senatssitze geben kann, die noch hinzugewonnen werden können. Wenn das passiert, dann ist die Blockade von Menschen und Cinema nicht mehr möglich. Wenn gleichzeitig das Repräsentantenhaus gehalten wird, was nicht sicher ist, dann hätten die wieder beide Kammern. Das wäre eine Sensation. Und mir natürlich ist Joe Biden unfassbar alt. Und das ist in der US-Politik wirklich furchtbar. Ich war ja, als ich in den Bundestag gewählt wurde, 2009, durfte ich als Teil einer Delegation von Angela Merkel dorthin fliegen. Und dann saß dort Nancy Pelosi, dann saß dort Joe Biden, damals Vizepräsident. Inzwischen habe ich nach 3 Wahlperioden meine politische Arbeit beendet und die sitzen da alle immer noch. Und ehrlich gesagt, so sehr ich ihn schätze, auch Bernie Sanders ist nicht mehr der Jüngste. Also es ist wirklich eine Gerontokratie. Da sind Menschen, also bei uns haben wir einen im Deutschen Bundestag, das ist Wolfgang Schäuble, der ist da 72, als ich geboren wurde, gewählt worden und sitzt da immer noch. Aber dort ist das ja eher die Regel als die Ausnahme. Naja, was ich jedenfalls positiv sagen will, ist, es gibt die Chance,
dass Biden weiter Präsident ist und die beiden Häuser mit einer größeren demokratischen Mehrheit dastehen, dann könnte der Build Back Better nochmal neu versuchen mit all den guten Sachen. Dann hätten die Leute auch die Chance zu realisieren, dass für sie etwas rauskommt. Das Infrastrukturprogramm, was er auch beschlossen hat, was nötig ist, weil die Straßen und Brücken und Amtrak, das Zugsystem, eine Katastrophe ist. Das Problem bei Infrastrukturprogrammen ist, das wird dann irgendwann werden die Bänder durchgeschnitten beim übernächsten Präsidenten. Das merken die Leute jetzt nicht, obwohl es trotzdem richtig und gut ist. Es braucht kurzfristige Maßnahmen. Deswegen wird auch so viel über die Abschaffung der Schulden aus den Studiengebühren geredet. Das ist für große Teile bis hin in die Mittel- und Oberschicht eine richtige finanzielle Last. Und wenn er das noch machen würde, dann würden die Leute noch was merken. Und dann können die den wegen mir an Geräte anschließen. Wenn er dann gegen die Republikaner und Trump gewinnt, ist es mir das wert. Ja, vielen Dank, Stefan, für deinen Bericht und auch jetzt nochmal die zwei ergänzenden Ausführungen. Ihr seid jetzt dran, stellt eure Fragen. Wir haben hier noch ein weiteres Mikrofon. Sophie, meinerseits ergeht auch nochmal so dass der Hilferuf. Ich würde jetzt gern von der Atlanta-Brause auch umsteigen auf das Lichtenberg-Hohenschönhauser Kaltgetränk. Ich muss genau was sagen. Ja, das ist Berliner Pilsener, bitte. Aber kommt also das überhaupt aus Lichtenberg? Ja, das kommt tatsächlich, ja. Das ich dachte, das wird hier nur noch etikettiert. Nee, tatsächlich, man kann Brauereibesichtigung machen und die brauen auch tatsächlich, kann man machen, man muss das aber so ein bisschen bezahlen. Die Einnahmen aus der Biersteuer sind leicht rückläufig gewesen seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ich kümmere mich auch um die Steuerpolitik hier in unserem schönen Bundesland. Wir haben nicht so viele Steuern, die wir vereinnahmen. Das nur als kleine Anekdote. So, jetzt ist nämlich auch mein Getränk da. Wir haben ordentlich Biersteuer drauf bezahlt, weil es hier gebraut wurde. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen auflockern. Ihr habt den Mut zusammengenommen und eure Fragen sortiert. Dann zeigt auf und Hassan kommt zu euch. Und dann kommen wir jetzt einfach direkt miteinander ins Gespräch. Hi, ich bin Markus. Erstmal danke für den sehr interessanten Vortrag. Du hast gerade angesprochen, schon weitere hypothetische Punkte, wo durch den Supreme Court weitere Rechte ausgehebelt werden können. Ich habe mal was gelesen, es war ein bisschen abwegig vielleicht, so einen ausgeklügelten Plan, wie er das Wahlrecht und die nächsten Wahlen über den Supreme Court auch angegriffen werden können. Kannst du dazu was sagen, eine Einschätzung geben, wie du das bewertest? Die Frage wollte mir Sebastian schon stellen und weil ich ehrlich war, habe ich gesagt, dass ich da gerade nicht so firm bin. Also ehe ich jetzt hier im Nebel stochere, gebe ich das lieber ehrlich zu. Kenne ich mich nicht so gut aus. Okay. Auch von mir danke für den guten Vortrag, das war echt super gut. Kannst du was zu Kamala Harris sagen? Also ich finde es erstaunlich, dass die Frau so überhaupt nicht auftritt. Amerikanische Freunde von mir sagen, ja, die gibt es nicht. Und ich hatte gedacht, naja, wenn man so jemanden, einen alten weißen Mann mit einer schwarzen Frau ins Rennen schickt, dann weiß man, wer die nächste Präsidentschaftskandidatin ist. Sieht nicht danach aus. Die eine Frage ist, warum ist sie nicht sichtbar? Und die andere Frage wäre, also vielleicht ist sie dann nicht wichtig, aber wo würdest du die positionieren? Also ist sie interessant, ist sie progressiv oder ist das egal, weil die sowieso abtauchen wird? Ich fange mal so an, auf europäischer oder auf linker Seite gab es da, glaube ich, die Fehleinschätzung, dass weil sie nicht weiß ist und weil sie eine Frau ist, dass sie deshalb progressiv ist. Das ist tatsächlich, kann man sich ja leicht zusammenreimen, kein logischer Zusammenhang. Und sie ist auch nicht progressiv. So, es gibt ein paar Punkte natürlich. Sie ist dann natürlich für stärkere Rechte von Frauen und von Menschen, die nicht weiß sind. Aber sozialpolitisch, auch vor allen Dingen innenpolitisch, war sie eher auf der moderaten, wie die Amerikaner sagen, und ich würde sagen eher auf der rechten Seite der Demokratischen Partei. Sie war ja Staatsanwältin, ist da eher als so Law-and-Order-Politikerin aufgefallen. Ich glaube, es war ein kluger Schachzug, sie zu nominieren,
um den Kontrast, den du beschrieben hast, nochmal zum Ausdruck zu bringen, weil Joe Biden, der ist einfach schon immer dabei und irgendwie den kannte man so als Inventar aus der US-Politik, aber das hatte nichts Überraschendes und das war mit ihr im Wahlkampf gut. Aber dann sind, glaube ich, ein paar Sachen anders gelaufen, als wahrscheinlich auch sie sich das dachte. Also ich habe auch gedacht, na, der wird demnächst, freundlich gesagt, sich zur Ruhe setzen oder wird sie übernehmen. Aber das wollte der nicht. Der hatte einfach sein eigenes Programm, hat sich auch seine eigenen Leute geholt und auch seinen eigenen Ehrgeiz. Es war auch nicht, wir sind hier irgendwie gleichberechtigt, sondern es war klar, der war ja selber schon mal Vizepräsident, es war klar, ich bin hier der Präsident. So, dann bekamen sie ein paar Aufgaben, die auch nicht schön sind, also sich mit der Situation an der Grenze zu befassen, an der US-Mexiko-Grenze, das ist kein Gewinnerthema. So, die kriegst du von links Ärger, kriegst du von rechts Ärger und das ging ja auch so. So, und dann stand in allen US-amerikanischen Zeitungen, dass sie eben nicht in der Lage war, ihr eigenes Vizepräsidentschaftsteam zu organisieren. Dass es dort mehrere, auch leider lautstarke Wechsel gab. Und sowas macht nie einen guten Eindruck, weil wenn du sagst, da soll jemand hier so ein ganzes Land organisieren und ist schon an dem Punkt nicht so gut. Mein Gefühl ist, kann mich da total irren, bei den Amerikanern passiert ja oft auch was Überraschendes. Ich hätte niemals gedacht, dass Joe Biden Präsidentschaftskandidat wird. Also damals, als der aufgestellt hat, Joe Biden. Naja, aber unter dieser Maßgabe, dass ich mich da total irren kann, wäre ich total überrascht, wenn sie Präsidentschaftskandidatin werden würde. Ein Name, wenn wir ein bisschen im Nebel stochern wollen, der immer wieder genannt wird, ist Pete Buttigieg. Der ist jetzt der Infrastrukturminister. Der hat sich selber als auch mal in der Vorwahl als Präsidentschaftskandidat beworben. Und der war neulich hier in Deutschland. Da war ich da bei der Veranstaltung. Und hat er und Christian Lindner haben Reden gehalten. Und es war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Weil Christian Lindner es ging um 50 Jahre German Marshall Fund. Christian Lindner hat gesagt, USA gut, freies Unternehmertum gut, Steuern senken prima. Und Pete Buttigieg hat gesagt, wenn man die Demokratie beschützen will, dann braucht es einen starken Staat. Und zwar im Sinne von starker Infrastruktur, damit die Leute auch merken, wofür man den Staat braucht und dass er das Glück hat, die größten Investitionen, also in diesem vorhin erwähnten Infrastrukturprogramm, sind die größten Investitionen, die es jemals in der Geschichte von Amtrak gegeben hat, jetzt enthalten. Das heißt, der kann auch was machen, immer mit dem Problem, dass das eine Weile dauert. Der ist auch nicht links, ne? Es steht auch in der Mitte, aber der ist klug, der ist jung, so, das könnte was werden. Auf der linken Seite gibt es, ich habe alle gefragt, die ich getroffen habe, die ganze DSA, alle Linken, die lieben Bernie Sanders. Und aus gutem Grund, wie der im Moment durchs Land tourt. Der macht gerade so eine Gewerkschaftstour mit einer Frau, die sich bewirbt, auch als Chefin der US-Gewerkschaft. Das ist jetzt von der Flugbegleiterin-Gewerkschaft die Vorsitzende. Und der war bei allen Streikaktionen von Amazon, von Starbucks. Und der ist auch einfach super. Und der hat auch Energie. Aber er ist auch alt. Und wenn man die Leute dann fragt, dann wird es schwierig, weil die sagen, naja, AOC, du kannst, wenn du für ganz Amerika antrittst, nicht jemanden aus New York nominieren, weil New York ist sozusagen die Antithese für das ganze ländliche Amerika. Sie hat selber auch ein paar Dinge, wo es dann in der DSA Kritik gibt, so nach dem Motto, die lässt sich gar nicht mehr blicken, die ist so abgehoben. So, und ja, dann gibt es noch die anderen Namen, die dort benannt werden, aber auf der Linken sieht es jetzt auch nicht so fantastisch aus, muss man auch sagen. Du hattest erwähnt, dass die USA als wirtschaftsstärkste Nation, militärstärkste Nation relevant für uns sind. Und es gibt aber auch den Spruch, dass das Hauptexportgut der USA Kultur ist. Und ich finde, man merkt das auch bei uns Tag für Tag, ja, wie von dieser Polarisierung und Politisierung von bestimmten Themen, das schwappt ja zu uns rüber nach Deutschland, nach Europa. Das mit den Masken, auch Trickle Down, all das kommt bei uns an. Oder dieses Bild-TV als Analogie zu Fox News. Und in meiner Beobachtung ist es schon eine Gefahr, weil das ankommt und irgendwie langsam so einen Fuß fasst.
Und ich frage mich, wir als Link, was können wir dagegen tun? Ja, wie kann man sich dagegen verteidigen, ja, dass dieses kulturelle Probleme schafft, hier bei uns ankommt? Ja. Ich sehe das absolut genauso. Ich glaube, ein Großteil des Erfolgs der AfD, nicht alle, aber ein Großteil, geht auch auf das Konto von Donald Trump, weil der einfach die Latte für das Niveau, was man eigentlich unterschreitet, in politischen Auseinandersetzungen so niedrig gelegt hat. Da ist eine Unkultur entstanden. Das sind ja auch, meine, kann man ja weltweit sehen, Duterte, Bolsonaro, gab ja überall Leute jetzt hier, die ganz enge Verbindung zwischen den Republikanern und Viktor Orban. Das ist wirklich abenteuerlich. Ne? Und das, die Gefahr ist da. Und was die Linke tun kann, und das ist, glaube ich, vor allen Dingen bei der jüngeren Generation der Linken auch schon passiert, ist aufzuhören, sich gegen ein Land in Toto auszusprechen oder sich dafür nicht zu interessieren. Weil als ich das vorhin sagte, als ich da in den Bundestag kam und sich niemand um die USA kümmern wollte, hat ja einen Hintergrund. Ne? Da wird irgendwie gesagt, also wir hatten lange Zeit einen außenpolitischen Sprecher, der dort noch nie war. Das ist schon mal schlecht, wenn man irgendwie in dem wichtigsten Land noch nicht war und sich damit noch nicht auseinandergesetzt. Ich war natürlich auch in Russland, ich war in China. So ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt total USA fixiert bin. Aber die Befassung mit diesem Thema war in der Linken sehr, sehr schwierig. Und tatsächlich hat es uns Bernie Sanders noch mal viel, viel leichter gemacht. Also ich habe im Bundestag mal zum Thema USA geredet und dann habe ich genau das erzählt, was ich vorhin sagte mit den 50.000 und seinen politischen Thesen und demokratischer Sozialist und habe dann gesagt, und deshalb kann Anti-Amerikanismus nicht links sein. Und dann könnt ihr mal gucken in die Reihen der Linksfraktion, wie ein Teil sehr erleichtert geklatscht hat und ein anderer Teil dachte, ach du Scheiße. So. Und das ist, glaube ich, das Sinnvollste, was wir als Linke tun können und sagen wir als erweiterte Linke, ist, sich dafür zu interessieren, was in dem Land dort passiert. Die politische Idee der Biden-Regierung war fortschrittlicher als das, was die Ampelregierung vorgeschlagen hat. Pay your fair share. Das werdet ihr von Christian Lindner nicht hören und übrigens auch von Olaf Scholz nicht. Die sind immer noch, die würden nicht sagen, trickle-down economics has never worked. Das ist nicht deren These. Olaf Scholz würde sich heute auch nicht mehr dafür aussprechen, weil er weiß, der Wind in seiner Partei weht inzwischen auch anders. Aber vielleicht lohnt es sich auch mal hinzuschauen, was wir von den USA lernen können. So eine ganz wesentliche These ist, auch wenn es mal nicht so gut läuft, nicht sagen, es hat alles keinen Sinn, nach Hause gehen. Also ich habe ja beschrieben, die Durststrecke der Linken in den USA, die von 1950 bis 2011 dauerte. Ich hoffe nicht, dass das ja auch so passiert. Aber danach gab es dann wieder einen Aufschwung. So, und der ist auch notwendig, weil linke Bewegungen und Parteien sind ja nicht für sich selbst da, sondern für die Leute, für die sie irgendwie eintreten. Und das, finde ich, ist etwas, was wir lernen können. Ein anderes Thema, da haben Sebastian und ich vorher auch drüber gesprochen. Ich habe ja nie diesen Haustürwahlkampf in Pankow gemacht. Das kann ich sagen, ach, ich habe auch so gewonnen. Es fiel mir innerlich schwer, ich mag das nicht, ich mag auch nicht, wenn bei mir Leute klingeln. So. In den USA verstehen die so eine Haltung nicht. Die sagen, das ist essentiell. Die machen aber auch eine Vorbereitung. Die wissen, wer wohnt wo, gehen dann auch gezielt in Gegenden, wo es sich lohnt, sprechen mit den Leuten, nehmen sich Zeit. Und das sind zum Teil Kampagnen, die ganz, ganz, auch auf der linken Seite ganz anders laufen als bei uns. Das AOC im Parlament, es liegt daran, dass die vorher mit vielen engagierten Genossen, sage ich mal, unterwegs waren und bei einer Vorwahl einen etablierten Demokraten aus dem Rennen geschubst haben. So, das, da können wir auch was von lernen. So, und auch diese Solidarität jetzt, ich habe das vorhin gar nicht erwähnt, es gab im letzten Herbst etwas, das nannte sich Streiktober. Also sie haben sozusagen nach der Pandemiezeit gesagt, wir müssen jetzt wieder Arbeitskämpfe führen und da sind tolle Dinge entstanden. Bei John Deere haben sie einen großen neuen Tarifvertrag ausgehandelt, bei Kellogg's gab es Arbeitskämpfe, dann das erste Lager von Amazon, nachdem es viele Kämpfe in Alabama gegeben hat, die nicht erfolgreich waren, wurde dann im Staat New York das erste Amazon-Lager gewerkschaftlich organisiert. Dann das öffentlich schönes Thema, weil es kennt jeder Starbucks, ne, dass jeder einzelne Starbucks-Laden, der in den Betriebsrat bekommt, wird gefeiert, weil auch der
Besitzer von Starbucks, ein Herr Schulz, der ist auch so ein richtig unangenehmer Gewerkschaftsfeind und das sind auch Kämpfe, die lohnen. Und da ist die DSA auch immer vorne mit dabei und da ist sie engagiert und das ist gut. Sie haben auch ihre Probleme. Also wenn man der DSA auf in den sozialen Medien folgt, dann kriegt man manchmal das Gefühl, dass die Lösung des Nahostkonflikts 90% ihrer Arbeitszeit ausmacht. Aber da würde ich immer sagen, guckt, was die im wirklichen Leben draußen machen. Wir wissen ja alle, wie das mit den sozialen Medien funktioniert und in was für Kämpfe man sich verstricken kann. Ich kann wirklich aus ehrlicher Überzeugung sagen, das, was die täglich in den Wahlkämpfen, in den Arbeitskämpfen draußen machen, das ist zu 95% sind das Themen, die auf der Straße liegen. Ja, und manchmal gibt es auch Themen, die auch wichtig sind, die man vielleicht in der Priorisierung etwas weiter nach hinten legen kann. Ja, den Punkt finde ich übrigens ganz wichtig, Stefan. Also einmal mit Blick auf den linken Bauchnabel. Deswegen machen wir ja heute auch diese Veranstaltung, sich mit dem, was in den USA gesellschaftlich und politisch passiert, auseinanderzusetzen und zu gucken, was kann man vielleicht lernen, also auch von der amerikanischen gesellschaftlichen oder auch dem linken Flügel, den Demokraten. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und auf der anderen Seite zu deinem Stichwort Desinteresse, was du ausgeführt hast, das Interessante ist, wenn man dann aber Angebote unterbreitet, dann sind auch die älteren Genossen, die da einen besonders sozusagen gefestigten Standpunkt haben bei der Frage der Ablehnung oder des Desinteresses gegenüber des Imperiums USA, dann sind die aber mit am engagiertesten dabei. Also ich will das eine Beispiel nennen. Wir haben, da hat Christian mich vorhin darauf angesprochen, als ich noch für Gesine Lötsch gearbeitet habe im Deutschen Bundestag, habe ich vorgeschlagen, lass uns doch im Rahmen deiner Veranstaltungsreihe Globales doch jetzt mal den US-Botschafter Philip Murphy, der ist jetzt übrigens Gouverneur, lass uns den doch mal nach Lichtenberg einladen. Das wollten wir eigentlich vor den Präsidentschaftswahlen damals machen. Das hat dann wegen seines Terminkalenders erst knapp nach den Präsidentschaftswahlen funktioniert. Das war in der Kiezspinne hier gegenüber, ist auch Teil meines Wahlkreises, wo ich direkt gewählt wurde, zweimal. Und da war die Hütte voll. Und ganz, also viele junge Leute, aber da waren auch ältere Genossinnen und Genossen dabei, von denen ich genau weiß, dass die eine sehr deutliche US-kritische Position hatten. Und die waren mit am engagiertesten dabei, dem US-Botschafter hier in der Bundesrepublik dann auch sozusagen engagierte Fragen zu stellen. Und ich finde, das sind so Beispiele, wo ich für mich jedenfalls die Schlussfolgerung daraus gezogen habe, auch im eigenen Laden. Nee, wir müssen da in den Dialog treten und wir müssen uns das angucken, was da ist und auch darüber reden, weil es interessiert ja dann am Ende doch die eigenen Leute sehr, sehr stark. So viel zur Nabelschau an der Stelle. Ja, da würde ich gerne was zu sagen. Ein Teil meiner Mission war, also ich habe ja vorhin gesagt, ich versuche innerhalb der Linken größere Offenheit für Differenzierung mit Blick auf die USA zu erreichen. Und da ging es mir natürlich auch um diese Generation. Sag mal, als ich mit meinem Vater gesprochen habe und gesagt habe, ich möchte ja das Linke, das fortschrittliche Amerika kennen, dann sagte er, gibt's das denn überhaupt? So ist erstmal seine Reaktion. Mein Papa ist so 70 und das ist so sein Blick darauf. Und deswegen war es mir wichtig, gerade mit dem neuen Deutschland zu kooperieren. Und die haben bestimmt 4 oder 5 große Texte von mir dort gehabt. Und ich habe jetzt am Schluss einen gemacht zum Thema Kommunistische Partei der USA. Es war so ein bisschen obsessiv, um mal die Pointe vorwegzunehmen. Es ist eine komplett einflusslose, klitzekleine Organisation. Aber in der DDR, in der ich groß wurde, gab es immer neben Dean Reed, einem Sänger und Schauspieler aus den USA, und Angela Davis natürlich, gab es einen anderen Amerikaner, der immer präsent war für mich, nämlich Gus Hall. Als ich Englisch gelernt habe in der DDR, da gab es Fotos im Schulbuch, dann gab es dieses English for You und ich weiß nicht, ob ich mir das falsch zusammenreime, aber nach meiner Erinnerung kam Gus Hall auch davor. Und als ich dann 2002 in den USA war, kannte den dort keiner. Und bei meinen ganzen Reisen danach auch nicht. Und deswegen hatte ich jetzt eine kleine extra Mission, nämlich was macht eigentlich die Kommunistische Partei der USA? Wie ist die Legacy von Gus Hall? Und das hat wirklich Spaß gemacht. Also ich habe dann über einen jungen, schwulen Kommunisten, der in Kanada lebt, dort für eine Organisation namens Proud Politics arbeitet, der aber gleichzeitig Redakteur für die Zeitung der Kommunistischen Partei der USA ist, habe ich meinen
mich da so reingesneakt und dann war ich da in der Parteizentrale, habe mit dem Vorsitzenden Joe Smith und dann später in Los Angeles mit der Co-Vorsitzenden Rosanna Cambron gesprochen. Und es ist eine coole, nette Truppe. Und das Witzigste ist, die sind vergleichsweise reich. Weil, obwohl Gus Hall immer gesagt hat, sie sind eine unabhängige Partei, hat Isvestia 1992 enthüllt, dass sie, ich glaube, 40 Millionen US-Dollar aus der Sowjetunion bekommen haben, so in Koffern. Und wenn mal jemand von euch in New York ist und dann in Chelsea, wo das berühmte Chelsea Hotel ist, in dem Janis Joplin eine Affäre mit Leonard Cohen hatte, über die Leonard Cohen dann ein Lied mit dem Namen Chelsea Hotel geschrieben hat. Gleich gegenüber von diesem Haus steht ein ganz normales Geschäftshaus, wo man nur beim klitzekleinen Klingelschild der 7. Etage CPUSA findet. Denn Gus Hall hat in den 80er Jahren mit dem Geld aus der Sowjetunion dieses Geschäftshaus gekauft. Es gehört der Kommunistischen Partei der USA. Damals brauchten die das auch für ihre ganze kommunistische Tätigkeit und die Zeitung. Heute aber nicht mehr. Die haben heute noch eine Etage und der Rest wird vermietet. Und mit den Einnahmen finanziert sich die Arbeit für den Kommunismus in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist wirklich herrlich. Und die machen gute Sachen. Also die unterstützen zum Beispiel im Moment die Kandidatin der Demokraten in Los Angeles. Und zwar mit Herzblut. Da habe ich zum Beispiel auch gefragt, weil ich ja die Kommunisten hier in Deutschland kenne. Ja, sie sagte, wir machen das natürlich nicht als kommunistische Partei, so, aber die sind pragmatisch. Also anders als manche Kommunisten, die ich hier treffe, die sagen, wir werden doch nicht so einen Renegaten unterstützen, sagen sie. Na, so ein Quatsch, wir wollen ja nicht, dass ein Republikaner Bürgermeister wird, also unterstützen wir die natürlich. So, die sind aktiv im gewerkschaftlichen Kampf, aber haben eben auch diese lange Geschichte. Und auch was noch nicht so schön war, Gus Hall war ja, ihr merkt, ich bin so ein bisschen bei diesem Thema angezündet, Gus Hall war ja einer der am längsten amtierenden kommunistischen Parteichefs der Welt. Der war von 1960 bis zum Jahr 2000 war der Parteichef der KP der USA. Die Leute, die das Geld aus der Sowjetunion gebracht haben, haben dummerweise nicht nur für den Kommunismus gearbeitet, sondern auch für das FBI. Und die wussten daher auch von dem Geld, das Gus Hall nicht dem Kommunismus in den USA zugeführt hat, sondern beispielsweise dem Gestüt seines Sohns, der Pferdezüchter ist. Das leugnen die Genossen bis heute, das stimmt überhaupt nicht, aber naja. Ja, ich könnte hier noch eine Reihe von Geschichten, aber die Partei ist tatsächlich, das sind engagierte, coole Leute dabei und die hat einfach eine ganz lange Geschichte. Und ich habe mir gesagt, ich erhebe mich über die nicht. Ich meine, ich wäre wahrscheinlich Mitglied der SED geworden, wenn ich in der DDR gelebt hätte. Wer bin ich denn, dass ich jetzt sage, das ist alles ein großer Unsinn. Und es ist Teil der weltweiten kommunistischen Bewegung und sie tun gute und linke Sachen. Aber darüber hinaus finde ich es auch ein bisschen witzig. Stefan, nochmal eine Frage. Jetzt mit den Gestüten ist aber auch witzig. Aber kommen wir noch mal kurz zur Jugend. Als ich meine erste meine erste New York-Reise gemacht habe, da wohnt meine Familie nicht, war ich noch in dem parteiunabhängigen Jugendverband Jugenddemokratin Junge Linke. Die hatten da so ein Programm, Radikal Reisen. Und das war kurz bevor ich der PDS beigetreten bin, 2005. Und da waren wir in New York und die Partnerorganisation waren die Young Democratic Socialists, was, glaube ich, die Jugendsektion der Democratic Socialists der USA ist. Deswegen würde mich vor dem Hintergrund der linken Beschleunigung und der sozusagen des Wiederauf- oder Wiedererstarkens auch der Democratic Socialists, würde ich von dir gerne nochmal wissen, wie ist da sozusagen die Jugendsituation und vor allen Dingen würde sich das, das ist jetzt noch die letzte Nabelschau-Frage, würde sich das aus deiner Sicht lohnen für unsere Jugendverbandskräfte in der Linken, wenn sie es nicht schon tun, aber damals war das, glaube ich, alles überschaubar, sich da sozusagen auch wieder stärker mit denen irgendwie committen und auch irgendwie zu gucken, wo kann man voneinander lernen, gerade auch vor dem Hintergrund, was ja schon angesprochen wurde, dass ja viele Debatten oder Diskurse auch logischerweise aufgrund der kulturellen Hegemonie der USA ja auch hier sozusagen rüberschwappen. Das fände ich ganz interessant, weil das waren total spannende zwei Wochen in New York. Ich habe mich da übrigens auch in die Stadt verliebt und finde den Spirit an vielen Stellen auch
ähnlich zu Berlin, jedenfalls dem Berlin auch von früher. Und was wir auch immer noch zu versuchen zu bewahren, wir haben ja hier auch so ein Beispiel davon, wie sozusagen kreative Sachen funktionieren können und selbstverwalterische Sachen und Wandel funktionieren können. Also das würde mich nochmal tatsächlich interessieren, weil das war wirklich, die hatten damals auch so ein Büro irgendwie, das war so ein, auch nur so ein Zweiraumbüro in so einem Hochhaus in Midtown. Ich wollte auch gar nicht wissen, wo die die Gelder dafür herkriegen, weil die haben wirklich, also das war 2005 einfach, sich da Democratic Socialist zu nennen, das sozusagen war ja noch vor der Entwicklung mit Bernie Sanders, die du angesprochen hast, und Occupy Wall Street. Da hatte ich schon den Eindruck, so, oh, das ist schon hart, wenn man, also noch härter als bei uns, sich als demokratischer Sozialist zu bezeichnen. Ihr habt vorhin auf einem dieser Bilder gesehen, dieses Buch mit dem Schwarz-Weiß-Foto von dem älteren Herrn. Das Buch heißt The Other America und das ist geschrieben worden von Michael Harrington. Und Michael Harrington hat damals in den 50er, 60er Jahren die Situation in den USA beobachtet, in einer Zeit, die heute so in den US-Fernsehserien als die gute Zeit. Ne? Man hat da sein Einfamilienhaus und seinen Kühlschrank und der erste Fernseher. Aber es war damals schon eine Zeit, wo neben dem offenkundigen Rassismus und dem Ausgrenzen einer riesigen Bevölkerungsgruppe, weil sie falsche Hautfarbe haben, auch damals, auch im weißen Amerika, ziemliche Armut herrschte. Und über dieses andere Amerika hat Michael Harrington damals ein Buch geschrieben, das dann dazu geführt hat, dass Präsident Lyndon B. Johnson, den wir vor allen Dingen auch nicht zu Unrecht mit dem Vietnamkrieg assoziieren, aber der eben auch versucht hat und auch öffentlich verkündet hat, er will einen Krieg gegen die Armut führen. So, er hat auch einige Programme aufgelegt, einiges davon gibt es immer noch, alles ging wie immer nicht weit genug und so weiter. Und dieses Buch war Michael Harrington nicht genug und er hat dann mit anderen die Democratic Socialists of America gegründet. Das war eine kleine, würde ich sagen, ältere, sehr männliche Organisation. Und diese Organisation ist der Kern der heutigen DSA. Deswegen habe ich vorhin von der neuen DSA gesprochen. Mit Bernie Sanders und seinen Kampagnen hat sich die Mitgliedschaft dieser kleinen, weißen, älteren Partei verzehnfacht und ist viel, viel jünger geworden und hat auch in vielen Fragen die Positionen geändert. Also, weil ich es vorhin benannte, Nahostkonflikt. Die Harrington DSA war eine eher pro-israelische linke Partei. Das ist die DSA heute nun wirklich nicht. Also sie sind sehr, sehr israelkritisch. Und sie sind aber viel jünger, viel weiblicher, viel heterogener. Und ich habe mit einer Frau in San Francisco gesprochen, die ist dort im Parteivorstand der DSA. Und die berichtet eben auch über erst das Positive. Vieles davon kam mir bekannt vor, weil ich es zweimal erlebt habe. Einmal in der PDS und dann nochmal, nachdem die PDS und die WASG zur Linken fusionierten. So diese Euphorie des Anfangs, die Hoffnung, dass man jetzt die Welt aus den Angeln heben kann und Aufschwung und gute Wahlergebnisse, so, die aber auch jetzt an einem Punkt sind, wo die Probleme kommen, die man auch kennt. Also es gibt auch in den USA verwirrte Kleinsekten, die sich dann in eine Organisation, die gerade erfolgreich ist, hineinbegeben und dort ihr Unwesen treiben. Wenn die Kollegin sagte mir, Jennifer heißt sie, wenn du gerade nicht eine Präsidentschaftskampagne für Bernie Sanders hast, dann fehlt auch das gemeinsame verbindende Element. Dann machst du so schnöde Basisarbeit zu organisieren, dass die Leute nicht weglaufen, regelmäßige Treffen, dies, das, jenes. Und die sagten, im Moment stagnieren wir sinken auch. Ein bisschen kommt dann natürlich auch noch Corona hinzu. Das hat in den USA ja unglaublich gewütet und Leute haben da Familienmitglieder verloren oder einen Arbeitsplatz und hatten eben einfach andere Sorgen, als sich um die DSA zu kümmern. Also es ist nicht so, dass wir von deren Entwicklung was kopieren könnten, ohnehin. Du hast mich ja vorhin höflicherweise Veteran genannt. In meiner Veteranen 30-jährigen Parteizeit habe ich so oft erlebt, dass dann irgendwo war dann wieder das Vorbild. Ne? Dann war es mal der Tsipras und dann ist es mal der Lula und dann ist es der Bernie Sanders. Und dann läuft man dem während der Euphorie hinterher und dann kommen die Hürden des Alltags, Realpolitik, Kompromisse, irgendeinen Mist und dann sagt man, ja, Verräter, mit dem wir nichts mehr zu tun haben. So, und deswegen halte ich nichts davon, so eine Modelle zu kopieren. Ich habe vorhin gesagt, ein bisschen, glaube ich, die Idee mit rausgehen zu den Menschen, so, das finde ich ist eine gute Sache. Sich mit den gewerkschaftlichen Kämpfen verbinden, finde ich auch eine gute Sache. Aktiv sein,
hier was doch Aktuelles einzuwerfen, auch auf der Straße zu sein, wenn soziale Schweinereien passieren. Das finde ich richtig und notwendig. Soll ich mal gucken, wie und mit wem man das macht, aber das finde ich richtig und notwendig. Ob unser Jugendverband mit der DSE kooperiert, weiß ich gar nicht. Auch mit der Partei. Ich habe vorher natürlich mit der internationalen Abteilung gesprochen, aber das sind 3 Leute. Ne? Und die können jetzt nicht alles im Blick haben. Also ich glaube, da ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung schon der geeignete Ort, die Kontakte dort halten. Stefan, eine Frage noch. Du hast vorhin auch darüber gesprochen, und das beobachten wir ja auch in der Mainstream-Berichterstattung, dass sozusagen selbst wenn ein Präsident, egal ob er demokratisch oder republikanisch war, spätestens nach den ersten Midterms mindestens eine, vielleicht sogar 2 Kongresskammern sozusagen verloren hat, ist ja immer noch eine gewisse Zeit, eigentlich sogar, wenn man fair ist, auch noch in einem gewissen Maße zu der Anfangszeit der Bush-Junior-Regierung möglich war, diese Bipartisan-Deals, also so überparteiliche Deals zwischen sozusagen Center-Republicans und auch den Demokraten zu machen. Und dass das seit einiger Zeit aufgrund der Polarisierung und auch aufgrund der sozusagen sogar, ich glaube, du hast gesagt, sogar der QAnon-Abgeordneten im Repräsentantenhaus einfach sozusagen de facto unmöglich geworden ist. Wie ist dein Assessment? Wie würdest du die Chancen einschätzen, dass es zumindest mittelfristig mal wieder dazu kommen könnte, zumindest bei Einzelthemen zu dieser, ich nenne es mal, früheren demokratischen Kultur in Washington zurückzukehren? So einen kleinen Hoffnungsschimmer hatte man ja bei der letzten sozusagen Waffenregulierungsbill, der aus europäischer Perspektive, das ganze Thema Waffen ist ja aus unserer Perspektive sowieso ein, wie ich finde, überhaupt nicht verständliches oder nicht rational erklärbares, was da läuft und wie die Debattenstränge da laufen. Aber das war so ein kleiner Hoffnungsschimmer. Schätzt du das auch so ein, dass es da so ein kleines Pflänzchen gibt? Weil ich werde jetzt auch wieder negativ. Zuletzt hat man gesehen, dass die wenigen republikanischen Kongressmitglieder knallhart in den Vorwahlen geköpft wurden. Ich glaube, Liz Cheney war jetzt erwartbar. Das letzte prominente Beispiel, wo man gesehen hat, dass die Trump-Linie bei den Republikanern sozusagen voll durchgehauen hat. Also was einen wieder negativ stimmt bei der Frage, wird es jemals wieder eine Rückkehr oder eine graduelle Rückkehr zu dieser Bipartisan-Praxis zumindest an einigen Einzelfragen geben? Also wie siehst du das? Gibt es überhaupt Themenfelder, wo das möglich ist, oder ist der Zug erstmal abgefahren und man muss wirklich, wie du gesagt hast, darauf setzen, dass man im Senat zu 53 oder 54 demokratischen Sitzen kommt und dann hoffentlich die Mehrheit im Repräsentantenhaus hält? Von den 217 Republikanern, die es im Moment im Repräsentantenhaus gibt, haben bei der Frage, ob der ehemalige Präsident, nachdem er zum gewaltsamen Sturm des Parlaments aufgerufen hat, 10 von 217 für seine Abberufung gestimmt. Und von diesen 10 sind 4 im Moment auf dem Weg in den Ruhestand und weitere 4 sind durch Trump-Anhänger in den Vorwahlen ersetzt worden. Das ist im Moment die Lage bei der Republikanischen Partei. Oder um noch ein Beispiel zu nennen, manchmal fragt man ja hier, ne, und dann sagen unsere Mainstream-Leute, ja, das sind ja nicht alle Republikaner so wie Trump. Da explodiert mir dann jedes Mal die Hutschnur. Weil dann wurde selbst Mike Pence zitiert. Mike Pence hat es ja geschafft, sich selbst noch schützend vor Leute zu werfen, die ihn am Galgen aufknüpfen wollten. Also ich habe es vorhin gesagt, es war richtig und notwendig, dass er das reale Wahlergebnis damals anerkannt hat und nicht dem Wunsch Trumps gefolgt ist. Aber der hat, nachdem das FBI das Anwesen von Trump durchsucht hat, weil Trump illegal Dokumente gestohlen hat, die auch noch der Geheimschutzverordnung unterliegen und sie nicht zurückgeben wollte, weil das passiert ist und deshalb das FBI war, macht Mike Pence einen Tweet, dass irgendwie ganz Amerika sehr besorgt ist über die Politisierung des FBI. Und dann 3 Tage später: aber man muss jetzt mal aufhören, die armen Mitarbeiter des FBI hier so anzugreifen, weil dann gab es ja dann auch physische Attacken gegen die Leute. Und diese Republikanische Partei im Moment ist lost. Es ist gerade ein Buch erschienen worden vom New York Times-Journalisten Mark Leibovich, Thank You for Your Servitude. Und es geht
Es geht im Kern darum, dass nicht die Marjorie Taylor Greens oder Lauren Boebert Leute, die sind nicht das Problem, sondern der Teil des Establishments, die einfach opportunistische Speichellecker sind, die sich umgedreht haben und plötzlich das Gegenteil von dem erzählen, was sie jahrzehntelang erzählt haben. So, das ist übrigens auch gleichzeitig wieder die Hoffnung. Weil wenn jetzt das bei den Wahlen schiefläuft, man hört jetzt immer, dass die hinter den Kulissen alle sagen, ja, wir wollen mit Trump eigentlich nichts zu tun haben, aber öffentlich schütten die immer weiter Öl ins Feuer. So, das ist natürlich ein Problem, weil das Öl führt dazu, dass das Feuer brennt und dass reale Sachen passieren. Aber sie selber sagen, eigentlich ist das ein Idiot, wir wollen mit dem nichts mehr zu tun haben. Wenn es tatsächlich bei den Wahlen schiefläuft, dann sind die auch 1, 2, 3 wieder die Mainstream-Republikaner. So, aber das wissen wir nicht. Und es ist inzwischen so viel Porzellan kaputt gegangen. Ich meine, der Hass der Leute ist ja real. Er findet ja real statt. So, und das ist so verantwortungslos. Also das ist wirklich das, was mich aufregt. Und da habe ich auch große Kritik hier an Deutschland. Ich habe ja vor den Präsidentschaftswahlen, vor dem 6. Januar, habe ich gesagt, ich erwarte von der deutschen Politik, dass sie hier Stellung beziehen. Wir können nicht neutral sein. Und also, oh nein, also zwei Parteien nicht einmischen. Wo ich so denke, ja, aber es sind nicht einfach zwei Parteien, die konkurrieren, sondern es gibt eine Partei, die nicht nur dem Namen nach demokratisch ist, sondern im normalen Sinne eine demokratische Partei ist. Und eine Partei, die die Grundregeln der Demokratie nicht mehr akzeptiert. Zum Beispiel Wahlen, Wahlergebnisse. So, die können wir doch nicht behandeln, als seien das unsere alten Kumpels von früher. Ich meine, es gibt hier in Deutschland aus gutem Grund eine Brandmauer zur AfD. Und dann sagt Friedrich Merz, er will sich mit Lindsey Graham treffen. So, das ist doch ein Aberwitz. Und auch bei den Journalisten. Ich finde, wenn man bei Bolsonaro sagt, der Rechtspopulist oder Rechtsradikale, dann muss man das bei den Republikanern auch sagen. So, ich habe mal intern gefragt und dann sagte mir eine Person, ja, Stefan, aber wir wissen ja nicht, ob die gewinnen. Und das wäre dann schlecht, wenn wir uns vorher gegen die gewandt haben. Das könnt ihr euch euer ganzes Gerede für den Einsatz für Demokratie in Ländern, wo es gefährlich ist, auch sparen. Weil wenn wir das ernst meinen mit der Demokratie, muss man diesen, ich sage nicht den Republikanern für immer und für alle Ewigkeit, die haben nun mal ein Zwei-Parteien-System. Aber solange die Republikaner so sind wie jetzt, müssen wir sagen, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Und es gab dafür Beispiele, als Macron das erste Mal kandidiert hat als Präsident. Und die Frage war, gewinnt Le Pen oder Macron? Da hat der Außenminister Deutschlands, Sigmar Gabriel, da hat der Regierungssprecher, die haben gesagt, wir sind natürlich für Macron. Wir haben uns eingemischt bei unserem größten europäischen Partner. Warum ist das bei dem größten Partner, den wir weltweit haben, nicht möglich? Ich finde das falsch. So, wenn ich das bei linken Veranstaltungen sage, dann meldet sich häufig irgendein Schlaumeier und erklärt mir, dass die Demokraten auch scheiße sind. Ja, da gibt es aus anderen Gründen Dinge zu kritisieren, weil sie keine vernünftige Politik machen, aber sie sind Teil einer der demokratischen Spielregeln. Und das ist aus meiner Sicht hier die erste und wichtige Frage. Und die Gefahr für die US-Demokratie ist real. Neulich gab es so einen Text, weiß gar nicht mehr, ich glaube, in der FAZ war der, wo gesagt wurde, wir müssten jetzt endlich auch einen anderen Blick auf Amerika bekommen. Und ich dachte, das geht darum, jetzt mal zu schauen, wie ernst die Lage dort ist, aber es war, wegen Russland müssen wir unseren Anti-Amerikanismus beenden, wo ich so dachte, ja, aber vielleicht gucken wir mal, was da gerade los ist. Deswegen meinte ich das wohl nicht, dass die USA jetzt sind wie Russland, das meine ich nicht. Aber sich von einem Land, das einen völkerrechtswidrigen Krieg führt und sich in einen autoritären Staat verwandelt, abzuwenden und an ein Land zu binden, das ja keine gefestigte Demokratie ist, das müssen wir zumindest diskutieren. Und da gibt es eine Scheu. Meine Begründung dafür ist, glaube ich, dass vor allem Westdeutschland ja geprägt ist durch die Vereinigten Staaten von Amerika, weil ja auch die Demokratie in Westdeutschland ja nicht freiwillig, sondern mit vorgehaltenen Waffen der Alliierten, vor allem der USA, entstanden ist. Und da ist eine Gesellschaft entstanden, die sich vielleicht einfach nicht vorstellen kann, dass die Demokratie dort in diesem Land auch kaputt gehen kann. Aber die Gefahr ist da. Habe ich schon wieder so was Negatives gesagt. Ja. Es kann auch anders kommen. Es kann auch anders kommen. Nein, aber trotzdem vielen Dank für diese Einschätzung. Denn aus meiner Sicht hast du da völlig recht. Wir
Und das sage ich jetzt als sozialisierter Wessi, Westberliner. Gerade in Westberlin ist das sozusagen immer noch eine Sache, die tief verwurzelt ist. In der Generation meiner Eltern beispielsweise. Das ist die Schutzmacht gewesen, die die Freiheit gewährleistet hat. Und das überstrahlt bis heute immer noch bestimmte, sozusagen durchaus zu kritisierende Politiken innerhalb der USA. Und vielleicht jetzt mal gewagte These, die ich mir gerade ausgedacht habe, aber vielleicht ist es auch anders für Leute, die einfach den kompletten Zusammenbruch eines Systems schon mal hinter sich haben. Also ich meine, ich bin zur Schule gegangen, da war ein Zeitstrahl, der hat gesagt, wissenschaftlich begründet, muss nach dem Sozialismus der Kommunismus kommen. Und dann kam aber der Kapitalismus ja. Und muss nicht mit klarkommen. So, und jetzt auch andere Weltreiche sind zusammengebrochen. Und es kann passieren. Das ist ja nur das, was ich sage, auch wenn man es nicht vorstellen kann. Ja, und vor allen Dingen ist es, glaube ich, dann die Aufgabe von, also gerade sozusagen demokratisch, weil sie demokratische Staaten sind, bei allen Unterschieden, Staaten auch dann sich nicht nur gegenseitig zu beobachten, sondern vielleicht auch sich, so wie man das macht, mit Ratschlägen einzumischen. Die USA brüsten sich ja damit, dass sie zu einem der sozusagen ersten moderneren Staaten zählen, die bestimmte Selbstverständlichkeiten aufgeschrieben haben, wie die Bill of Rights oder auch den Gehalt der Unabhängigkeitserklärung. Aber Demokratie hat sich halt eben auch weiterentwickelt. Also ich finde, man kann heute in Europa jedenfalls und eigentlich auch im Zeitalter des Internets niemand mehr erklären, warum man an einem Wahlsystem festhält, das zum Zeitalter der Postkutschen entwickelt wurde und damals demokratisch revolutionär war, aber heute zu Wahlergebnissen führt, wo die Popular Vote zu einem Ergebnis kommt und das Electoral College eine andere Mehrheit hat. Und zu einem Zeitpunkt, wo man technisch die Möglichkeit hat, nahezu in Echtzeit die Wahlergebnisse zu ermitteln und bekannt zu geben, selbst wenn man unterschiedliche Zeitzonen hat. Mit den entsprechenden Verzögerungen, die es dann natürlich immer noch gibt bei der Frage der Wahllokale. Ja, aber auch Berlin hat ein paar Hausaufgaben zu machen beim Wahlrecht. Kleiner Transparenz-Tweet. Ich habe schon vor der Sommerpause einen Wahlrechtsmodernisierungsgesetzentwurf geschrieben, der sich gerade intern in Abstimmung mit den geschätzten Koalitionspartnern von SPD und Grünen befindet und den wir hoffentlich auch bald das Licht der Welt erblicken lassen. Denn auch wir haben ja die ein oder anderen Hausaufgaben zu erledigen bei der Frage, wie organisiert man denn parallel zu einem Großereignis wie dem Berlin-Marathon und unter den Bedingungen einer Pandemie Wahlen, die demokratischen Maßstäben dann auch tatsächlich gerecht werden. Kleiner Spoiler, in diesem Gesetz wird eine, in Anführungszeichen, Lex Berlin-Marathon drin sein, weil es kann nicht sein, dass private und kommerzielle, durchaus kommerzielle Veranstaltungen, seien es Sportveranstaltungen, sozusagen irgendwie das prä- oder gleichrangig sind mit irgendwie Wahlen und Abstimmungen. Ich habe den, und der Witz ist, also um das kurz zu spoilern, also zu sagen, wir haben ja im Parlament auch, ich habe eine Anfrage gestellt, ich bin im Hauptausschuss, ich habe das auf die Tagesordnung gesetzt, sind wir gut pandemiefest auf die Wahlen vorbereitet, und zwar während des zweiten Lockdowns. Antwort, ja, läuft alles. Kriegt ihr das mit dem Berlin-Marathon hin? Ja, das ist alles gar kein Problem. Dann haben wir hinterher herausgefunden, dass die in einigen Bezirken, wo jetzt dann wahrscheinlich, wir warten ab, was das Verfassungsgericht sagt, das Landesverfassungsgericht, aber nachgewählt werden muss, weil unter anderem über die Marathonstrecke die Stimmzettel nicht nachgeliefert werden konnten. Sorry, absurd. Aber dass das dann doch alles nicht so gut funktioniert hat und dass dann irgendwie, als die Sondersitzung des Innenausschusses nach der Wahlkatastrophe war, ich den Innensenator gefragt habe, und wieso haben Sie das dann eigentlich damals entschieden, dass der Berlin-Marathon gleichzeitig mit den Bundestagswahlen, den Berliner Wahlen, den Bezirkswahlen und dem Volksentscheid stattfindet? Das hätte der internationale Marathonkalender so vorgesehen und das hätte man jetzt nicht mehr verschieben können. Also so viel zu der falschen Prioritätensetzung an der Stelle. Insofern werde ich mich sehr dafür einsetzen, dass wir da das Prä für die demokratischen Wahlen haben und dass im Zweifelsfall dann eben kommerzielle Veranstaltungen oder auch Sportgroßveranstaltungen zurückstehen müssen.
Aber das nur ein kleiner Spoiler. Also auch wir haben Hausaufgaben zu erledigen bei der Frage, wie können wir demokratische Wahlen gut organisieren, obwohl ich glaube, dass wir durchaus die ein oder anderen Ratschläge an die USA geben können, weil es bei uns, glaube ich, an vielen Stellen doch sozusagen ganz gut funktioniert. Aber die Fragen will ich nicht abwürgen, bitte. Jetzt machen wir es mal andersrum mit dem... Also es ist vielleicht ein bisschen gemein, so eine Frage kurz vor Schluss zu stellen, weil das ist ja eigentlich progressives Amerika. Aber du hast ja so die Dystopie an die Wand gemalt. Angenommen, Trump wird wieder gewählt und diese Demokratie in Amerika verliert an demokratischem Unterbau, Substanz oder so. Was meinst du, muss man denn jetzt eigentlich von deutscher Seite oder von deutscher Politik aus tun? Also vor diesem Hintergrund. Weil ich finde es durchaus schwierig, wenn wir sagen, wir mischen uns in andere Länder, also als Deutschland. Ne? Also ich als Person mische mich natürlich gerne eigentlich, sage sofort, wen ich da gut finde oder nicht, aber ich finde als deutsche Regierung ist es ja durchaus schwierig zu sagen, mischen wir uns ein in andere Länder und was die wählen. Aber wenn diese Grenze überschritten wird, von wegen, das rutscht in was nicht mehr so richtig demokratisches, irgendwo müssen wir uns ja positionieren. Und was meinst du, müssen wir eigentlich jetzt tun? Weil so lange ist es ja nicht mehr hin. Also was sind da deine Gedanken? Ich habe das mit dem Nicht-Einmischen auch zum Leidwesen mancher Parteifreunde nie gut gefunden. Weil das macht ja letztlich auch eine Demokratie aus. Also nicht nur für uns beide als Personen, sondern auch für ein Land. Ne? Wenn ein Land sagt, wir vertreten Interessen und Werte, dann muss man das auch sagen können. Wir müssen sagen können, wir finden es falsch, wenn ein russischer Oppositioneller vergiftet oder eingesperrt wird. So, und wir müssen auch sagen können, wenn bei unserem größten Partner, den Vereinigten Staaten von Amerika, eine Partei antritt, die Wahlergebnisse nicht mehr akzeptiert, sind wir nicht dafür, dass die gewinnen. So, das finde ich, muss man sagen können. An dem Punkt sind wir leider noch nicht, dass das die deutsche Bundesregierung oder überhaupt außer wenige die deutsche Politik macht. Ich fände das richtig. Dann müssen wir uns die Frage stellen, was macht es noch schlimmer? So, das ist die Politik im Moment von Friedrich Merz und der CDU-CSU. Weil dieses damit spielen, Cancel Culture ist ein riesiges Problem, ich treffe mich mit Lindsey Graham, das, was die Welt unter Poschardt im Moment so verzapft, das ist ja genau dieses, um einen kurzfristigen Erfolg zu haben, die Auflage zu steigern oder meine Wahl zu gewinnen, bin ich bereit, wirklich eklige Sachen zu machen. Und ich weiß es auch, dass ich das tue. Und das macht es noch schlimmer. Es kann doch nicht sein, dass der Anführer der größten demokratischen Oppositionspartei in Deutschland sagt, ich will mich mit diesem Menschen treffen, von dem er selber weiß. Ich war total überrascht. Ich habe das beim einmal googeln rausgefunden. Ich habe mal eingegeben, Lindsey Graham, Friedrich Merz. Da hat Friedrich Merz am Tag der Wahl, der letzten US-Wahl, gesagt, mein Kollege Lindsey Graham, mit dem ich früher zusammengearbeitet habe, hat sich leider zu einem Trump-Befürworter entwickelt. Er ist einer derjenigen, die überparteiliche Zusammenarbeit schwerer machen, bla bla bla. Er wusste das alles. Hoffte wahrscheinlich, dass sein März-Newsletter jetzt niemand mehr findet, aber das Internet vergisst nicht. Und dann will er sich mit ihm treffen. Und dass er sich jetzt nicht mit ihm getroffen hat, war dann nur der Ausrede geschuldet, dass er da mit Hendrik Imbroda nicht auf einem Podium sitzen wollte, dann aber Lindsey Graham allein treffen wollte und der dann gesagt hat, nee, aber dann treffe ich mich nicht mit dir, wenn du nicht die anderen Rechtspopulisten damit einlädst. So, und das ist doch furchtbar. Die Partei, die im Zweifel am nächsten an den Republikanern ist, das ist die CDU-CSU. Und ich erwarte von denen, wenn sie völlig zu Recht in anderen Ländern sagen, wir sind an der Seite von Menschen, die demokratisch in einer Opposition kämpfen, dann müssen die ihren Kumpels in den USA sagen, sag mal, was läuft denn hier schief bei euch? Das passiert nicht. Sondern dann gibt es Sachen, die sind deutlich komplizierter, nämlich dass die Sachen, wo wir Abhängigkeiten haben von den USA, deswegen, das ist ja nicht nur Werte, es ist auch Interessen, da rede ich jetzt nicht als Linker, sondern rede ich jetzt als Staat. Da müssen wir natürlich langfristig umsteuern. So, und das wird jetzt sehr unangenehm, aber das bedeutet bei der Energiepolitik, sich eben nicht auf das amerikanische Flüssiggasterminal einzulassen. Weil es ein Problem ist, sich dann vom Russischen auf das Amerikanische zu konzentrieren.
Das bedeutet für die Sicherheits- und Verteidigungspolitik, wenn die Welt leider sich nicht in eine Richtung entwickelt, in der es keine Armeen mehr gibt, was ich am besten fände, sondern in einer Welt, in der wieder Krieg geführt wird, müssen wir uns überlegen, wie Sicherheit in Europa gewährleistet kann, ohne von den USA abhängig zu sein. Da werden heute alle transatlantischen Sicherheitsinstitutionen sagen, das geht überhaupt nicht. Aber wenn der Worst Case passiert, müssen wir das ja tun. So, das heißt also da lieber, ich weiß, es ist ein heikles Thema, aber als Oskar Lafontaine noch SPD-Vorsitzender war, hat er mal ein Buch geschrieben und da hat er erläutert, dass eine europäische Armee anstelle von, weiß ich nicht, 27 nationalen Armeen eine gute Perspektive ist. Und ich finde, da hat er recht. So, das müssen wir dann diskutieren. So, und alles nicht schön, nichts, worauf die Linkspartei jetzt gerade wartet. Aber ich sage nochmal, wenn man von der Prämisse ausgeht, dass es passieren kann, dass die USA den Weg der Demokratien verlassen, was nicht passieren muss, kann auch alles anders kommen, dann muss man sich überlegen, wie man dann mit solchen Abhängigkeiten umgeht. So, und das sind alles Debatten, da habe ich das Gefühl, da spricht man mit diesen drei Affen im Moment, die das alle nicht wollen, dass man sowas sagt. So. Aber ich wäre auch froh, wenn das alles nicht so kommt. Aber kann passieren. Hatten wir noch eine Frage? Es waren, glaube ich, zwei noch, Hassan, oder? Nein, wir haben noch eine, aber irgendwann müssen wir dann auch mal zum Schluss kommen. Irgendwann müssen wir nämlich auch zum Schluss kommen, weil wir hier raus müssen. Aber dann möchte ich die Fragen natürlich noch gerne zulassen und Sophie dann schon mal so ein langsames Signal geben, schon mal das Präsent für Stefan in die Nähe der Bühne zu bringen. Ohne das würde ich hier natürlich nicht entlassen wollen. Auch einer der vielen Stefans dieser Welt. Ja. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Ich bin nochmal wieder zu mir. Ich habe die Frage, und zwar Stichwort FBI, weil das ist ja nun mal leider aktuell, beziehungsweise interessanterweise aktuell, weil du hast vorhin schon erwähnt, der Weg der Republikanischen Partei so weit nach rechts außen hat ja drastisch Fahrt aufgenommen in den letzten Wochen. Also ich sage mal so, der Kampf von Trump gegen die Institutionen der USA, den hat er jetzt einfach weitergeführt und die Republikaner sind ihm auch gefolgt. Zum großen Teil nicht ganz. Meine Frage ist einfach, wie siehst du jetzt im Moment die Entwicklung bezüglich Fox News und gibt es eine Chance sozusagen rechtsradikale Medien an dieser Stelle aufzubrechen, die ihm folgen oder eben auch nicht? Weil ich meine, es ist schon krass. Vor 2 Jahren gab es damals diese Defund the Police-Kampagne der progressiven Linken, gerade auch in Minnesota und auch gerade zum Beispiel in Oregon, wo es auch in Portland, Oregon, ja, große Straßenkämpfe gab, wo bundesweit, USA-weit und weit darüber hinaus die Oathkeepers und andere rechtsradikale Milizen mobilisiert haben und massiv einen Straßenkampf initiiert haben und so weiter. Es ging dann irgendwann anders aus, in Minnesota hat man dieses Defund the Police zurückgenommen, auch woanders. Und jetzt kommt diese Defund the FBI-Kampagne, sozusagen der Rechtsaußen. Und die Republikaner folgen ja ziemlich groß und haben ja irgendwie namhafte Senatoren gesagt, ja, eigentlich gar keine schlechte Idee. Gut, dass Bernie Sanders Vorsitzender des Budget-Committees ist. Aber zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten wie Laura Ingraham sind dem Ganzen nicht gefolgt und haben, es ist also ein Bruch auch in dieser Fox News-Geschichte. Und die Frage ist von meiner Seite jetzt einfach mal, wie kriegst du das mit und gibt es da irgendeine Chance, dass das auch gebrochen wird? Auch hier gibt es gute und schlechte Nachrichten. Also die gute Nachricht war ein weiteres Netzwerk und ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht, ob das Newsmax war oder One American Network. Eines dieser beiden Netzwerke ist gerade aus einem großen Kabelverteiler rausgenommen worden. Das heißt, es kommt gar nicht mehr in ganz vielen amerikanischen Haushalten an. Das wurde natürlich gleich als Cancel Culture gegeißelt, hat aber einen rein kapitalistischen Hintergrund, weil nämlich Unternehmen gesagt haben, wir werben nicht mehr, das ist uns zu gestört, da wollen wir nicht mehr platziert sein. So, also es ist nicht, offenbar nicht schrankenlos. Es kann sein, da weiß ich gar nicht, ob das eine gute Entwicklung ist, dass das rechte Amerika sich irgendwann von Trump als Person abwendet und dann einem anderen, der wie er ist, wie zum Beispiel Floridas Gouverneur DeSantis, und da gibt es einige Signale für, zuwendet. So, das ist dann für die Leute aus der weiten Ferne von hier, die sagen dann, ach Gott sei Dank, der Trump ist weg. Aber politisch ist das nicht besser. So, das ist eine
eine Gefahr, mit der wir auch rechnen müssen. Zur Defund Abolish the Police Debatte will ich hier ehrlicherweise sagen, ich habe mich damit ein bisschen schwer getan. Man versteht es besser, wenn man in den USA ist und wenn man vor allen Dingen von schwarzen Communities gesagt bekommt, da wo wir leben, wenn Kriminalität existiert, bedeutet das Rufen der Polizei eine Vergrößerung unseres Risikos und keine Lösung unseres Risikos. Das verstehe ich. Und die USA oder viele Polizistinnen und Polizisten in den USA haben auch eine andere Ausbildung genossen als hier in Deutschland. Trotzdem, das ist der andere Teil der linken Debatte, haben ja auch Linke gesagt, man muss sich halt überlegen, was man an den Anfang seiner Wahlkampfthemen setzt. Und es gibt eben viele linke demokratische Wähler, die man mit dem Thema finanziert die Polizei nicht mehr oder löst die Polizei auf, nicht gewinnt, sondern abschreckt. So, ich finde, man muss die Diskussion über, wie verändert man die amerikanische Polizei, führen, auch in aller Radikalität. Die Frage ist, ist das der beste Wahlkampfclaim? Und meine Antwort ist jetzt, nach diesen 3 Monaten, ist nicht der beste Wahlkampfclaim. So, das führt noch lange nicht dazu, dass wir jetzt zu unkritischen Befürwortern des FBI werden. Also ich meine, es gibt Gründe, warum die... Ich stoppe mich, dass ich jetzt nicht wieder bei Gus Hall hängen bleibe. Aber als Gus Hall im Zuge der McCarthy-Ära bei dem Kampf gegen die Kommunisten zu 8 Jahren Gefängnishaft verurteilt wurde, ist er nach Mexiko geflohen. Und dann ist das FBI getarnt in Mexiko gewesen, hat ihn gekidnappt und außer Landes geschafft. Und dann saß er 8 Jahre im Gefängnis. Das sind so Sachen, es gibt keinen Grund, diese Institution zu verteidigen. So. Aber was wir auf jeden Fall nicht tun werden, ist, den Wunsch einer imaginären Mitte zu erfüllen. Na, guck mal, da tun sich die Ränder zusammen. Deswegen hatte ich vorhin dieses Zitat mit Martin Luther King gebracht. Wir werden keinesfalls mit diesen Rechtsradikalen, die jetzt die staatlichen Institutionen angreifen und kaputt machen, zusammenarbeiten. Wir haben unsere eigene Kritik, aber das hat mit denen nichts zu tun. So, also deswegen komme ich immer wieder auf ihn zurück. Es gibt viele Themen, wo Bernie Sanders auf der richtigen Seite steht. Eine demokratischere Polizei, Einsatz für Rechte von Transpersonen. Und trotzdem überlegt er sich, was ist mein Wahlkampfclaim? Womit trete ich nach außen auf? Weil das erste Ziel, um all das zu erreichen, ist es, dass ich die Wahlen gewinne. So, das ist banal und trotzdem notwendig. Und das, finde ich, ist eine Debatte, die auch die radikale Linke führen muss, die manchmal unangenehm ist. Ich musste dann selber dort vor Ort mir immer wieder sagen, Stefan, du bist hier nicht Mitglied der DSA, sondern du bist hier als Beobachter. Das fällt mir manchmal schwer, weil ich natürlich lange genug Politiker war, um auch eine Meinung zu haben zu allem Möglichen. Ja, Ronny und so lautet das. Ich finde, die kurze Frage geht doch mal ein bisschen auch um den Krieg und die Frage eigentlich, wie halt die US-Linke diesen Krieg wahrnimmt und was da die Position ist. Das ist eine kleine Frage. Jetzt sind wir doch bei der Ukraine. Nein, es ist ja eine wichtige Frage. Als ich dort war, brach dieser Krieg aus, oder genau genommen ist er nicht ausgebrochen, sondern hat Russland die Ukraine überfallen. Und ich äußere mich eigentlich gar nicht mehr zur aktuellen Politik der Bundestagsfraktion, weil ich es immer blöd finde, wenn Leute, die nicht mehr im Amt sind, alles besser wissen. Kleine Ausnahme an dem Tag war Sarah Wagenknecht abends bei Anne Will und sagte, das ist alles Quatsch, warum sollte Russland das überfallen, gar kein Grund dafür, bringt ihnen nichts und so weiter. Und das hat mich sehr geärgert. Da wusste ich natürlich auch nicht, dass das jetzt passieren wird, aber das hat mich trotzdem geärgert. Und ich hatte dann eine Rede von Bernie Sanders im Senat gefunden, wo der in aller Deutlichkeit und Klarheit gesagt hat, wenn hier ein Krieg beginnt, dann gibt es nur eine Person, die daran schuld ist. Und das ist Wladimir Putin. Er weiß auch, und das hat er auch alles gesagt,
was in den 90er Jahren schief lief und wie man nach der Auflösung des Warschauer Vertrags hätte umgehen können und was es für andere Chancen der Kooperation und so weiter und so fort. Aber nichts davon ist irgendeine Rechtfertigung oder Relativierung für diesen furchtbaren und unnötigen Krieg, der von russischer Seite dort geführt wird. Und hier ist was Beachtliches passiert. Die einzigen Gegenstimmen, die gegen Militärhilfen, gegen die NATO-Mitgliedschaft von Finnland und Schweden gekommen sind, die kamen von rechts. Die ganzen, the Squad, alle Linken, Repräsentantenhaus, Senat, waren dafür. So, die sind auch nicht bescheuert. Die wissen auch, was die Türkei da für unfaire Erpressungsmanöver macht und so weiter. Die sind nicht doof. Aber im Moment geht es um diese Frage. Und gleichzeitig sind sie diejenigen, die sagen, ja, aber wir wollen mal daran erinnern, wo die Kriegsverbrecher auf unserer Seite sitzen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, diesen absurden Versprecher von George W. Bush, wo er darüber reden wollte, dass es diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine und dann sagt der Irak. Und da sind dann die Linken diejenigen, die sagen, hier wird mit doppeltem Maß gemessen. Wir müssen verhindern, dass Kriegsverbrechen von unserer Seite vertuscht werden, dass Brüche des Völkerrechts. Ich erinnere da immer gerne an Ronald Reagan, der nach der Invasion von Grenada, wo die UNO mit deutlicher Mehrheit diese Invasion verurteilt hat, gesagt hat, es stört mein Frühstück in keinster Weise, was die UNO sagt. So, das sind nur die Linken, die das ansprechen, dort. Das ist gut. Aber gleichzeitig sind sie auf der Seite des angegriffenen Landes. So, und das fand ich bemerkenswert. Und ich war dann selber bei einer Demonstration Menschen in Brighton Beach, die häufig ihre Wurzeln in der Sowjetunion, in Russland oder der Ukraine haben, die dort gesagt mit Schildern standen, wir sind Russen und wir sind gegen den Krieg. Und ich habe mich mit einer Studentin getroffen, die sie ist in Boston geboren, ihre Eltern kamen aus der Sowjetunion und die sagte, sie hat ihre ganze Kindheit so mit sowjetischen Filmen, sowjetischen Büchern, sowjetischer Kultur, das waren ihre Wurzeln verbracht. Und dann hat sie erst mal eine Woche geweint, als das losging. Und dann hat sie eine Hilfsorganisation gegründet, weil sie in den USA für so ein Musikfestival zuständig ist, hat sie mit den Erste-Hilfe-Leuten von dort gesprochen. Und die sind dann an die polnische Grenze, polnisch-ukrainische Grenze, und haben sich dort um Flüchtlinge gekümmert. Und alles sowas findet auf der linken Seite statt. Empathie, ich finde, das ist wichtig. Man kann alles kritisieren, was die NATO falsch gemacht hat, aber oben drüber muss stehen, wir haben Empathie für die Menschen, die hier überfallen wurden. So, und wenn das fehlt, dann kann man sich den Rest danach sparen. Das ist auch kein rationales Argument, was sonst einen Sinn hat, noch sinnvoll. Wenn das nicht rüberkommt, dann soll man einfach die Klappe halten. So, und da ist die etablierte amerikanische Linke gut dabei, gab auch Probleme. Die DSA hat ein internationales Komitee. Das ist kein gewähltes Gremium, sondern jeder, der sich für internationale Politik interessiert, kann sagen, ich mache da mit. Die kümmern sich vor allen Dingen, Überraschung, um den Nahostkonflikt und um die linken Bewegungen in Latein- und Mittelamerika. Und als dann der Krieg losging, haben sie eine Erklärung abgegeben, die nochmal erläutert hat, wo die Fehler und Verbrechen der NATO waren. Nicht ohne pflichtgemäß zu sagen, dass der Überfall trotzdem falsch war. Es war dann schief gewichtet, ne? Das wurde dann durch öffentlich kritisiert, dann hat die DSA offiziell nochmal eine Erklärung gemacht, die etwas klarer war. Also es ist nicht bruch- und problemlos dort, aber so insgesamt war, glaube ich, die parlamentarische Vertretung der Linken in den USA da ziemlich klar. Ja, vielen Dank, Stefan, dass du uns heute die Zeit geschenkt hast und auch die direkten Eindrücke von deiner jetzt zurückliegenden Reise berichtet hast. Die nächste steht bevor. Wir werden, und wir haben auch alle die Möglichkeit, über Twitter, über Instagram dir zu folgen und deine Midterm-Elections-Beobachtungen vorher, währenddessen und nachher zu verfolgen. Ich werde das jedenfalls tun. Und ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist, dass du in diesen schönen, kleinen, schnuckeligen Berliner Direktwahlkreis von mir gekommen bist. Wir werden mal gucken, wann du wieder hier bist und wann du uns vielleicht dann einfach über die dann aktuelle politische Lage in den USA auch wieder in einem geeigneten Format berichten kannst oder wir machen es digital. Auch das ist heute möglich. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Kein Gast verlässt uns ohne ein kleines Gastgeschenk, lieber Stefan. Und deswegen haben wir dir
weil du gesagt hattest, dass du möglicherweise auch in Kalifornien die Midterm-Elections verfolgen wirst, einen kalifornischen Rotwein organisiert. Der hat jetzt nicht den super CO2-Fußabdruck, aber passte jetzt einfach gut an der Stelle. Mhm. Und es ist, glaube ich, ein Cab Sauv, wie man in Amiland sagen würde. Lass ihn dir schmecken. Ob hier oder drüben, das sei dahingestellt. Ich bin auf jeden Fall auch in Kalifornien 2001 zum Weintrinken. Was ich euch hier sagen kann, ist der Hinweis, dass UK erstaunlicherweise, wahrscheinlich ist es dahin importiert, exportiert, Medical Officer, der empfiehlt mir und auch euch, dass Erwachsene nicht regelmäßig mehr als 14 Einheiten pro Woche trinken sollen. Ich weiß nicht, was 14 Einheiten sind und wie groß die sind, aber ich wollte es mal weitergeben. Wir sind ja internationalistisch. Ich habe mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass die japanische Regierung gerade eine Kampagne fährt aufgrund der eingebrochenen Steuereinnahmen im Alkoholbereich, die Jugend doch wieder zum Alkoholtrinken zu bewegen. Also insofern, Stefan, die Einheiten überlassen wir dir. Ja, wir sind Freunde der Selbstbestimmung und des Rechts auf Rausch, mindestens bei diesen leichten Drogen. Möglicherweise auch darüber hinaus. Ja, also Stefan, herzlichen Dank. Der Applaus ist jetzt für dich. Ja. Wir beenden damit die heutige Veranstaltung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch zum weiteren Nachdenken angerührt, motiviert und vor allen Dingen auch Interesse daran geweckt. Aber das setze ich ja voraus. Eigentlich hat man auch bei den Beiträgen aus dem Publikum gemerkt, sozusagen die Politik und die Gesellschaftsentwicklung in den USA kritisch zu begleiten. Wir werden es auf jeden Fall tun. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch auf meinen Social-Media-Kanälen meiner Arbeit folgen und gucken, was wir so demnächst für euch entweder inhaltlich oder auch sozusagen organisatorisch in petto haben. Ihr seid herzlich eingeladen. Und jetzt einen schönen Feierabend an uns alle.